Schönen guten Abend. Wir haben wieder mal eine Podiumsdiskussion heute Abend, gleich mit zwei Gästen. Einmal Professor Helge Peukert, Professor am Lehrstuhl für Finanzwissenschaft und Finanzsoziologie an der Universität Erfurt und den Redakteur der Nachdenkseiten oder einer der Redakteure der Nachdenkseiten, Jens Berger, glaube ich, wohnhaft in Goslar. Und freue mich sehr, dass Sie beide heute da sind und würde ja, dann auch meine Mitmoderator noch vorstellen wollen. Das ist einmal Arne Pfeilsticker. Cosmic wird das Pad verwalten mit den Fragen und gegebenenfalls vorlesen, wenn derjenige selbst nicht am Saalmikrofon erscheint. Und Rudi wird die Aufnahme machen. Ja, Thema heute Abend, die Situation in der geldpolitischen Frage. Und zwar, wo stehen wir da ganz genau? Ben Bernanke hat ja letzte Woche, oder ist es schon 2 Wochen her, weiß nicht mehr ganz genau, vor dem Offenmarktausschuss, ja, testweise die alle aufgeschreckt, indem er einen eventuellen Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik gesagt hat, dass die nächstes Jahr praktisch stattfinden könne, dass diese Quantitative Easing-Maßnahmen also bis nächstes Jahr im Sommer dann zurückgefahren werden. Und das hat natürlich dann gleich für unheimliches Rumoren an den Märkten, bei Politik und auch überall gesorgt. Wie kann man das denn eigentlich bewerten, was da passiert ist? Ich habe heute mit Robert Halver von der Baader Bank gesprochen. Der hat mir gesagt, das wäre nur der Zweck gewesen, dass man versucht hätte, die Börsen und die Euphorie dort irgendwie im Zaum zu halten und einzuhegen, um denen ein Signal zu geben. Aber jetzt möchte ich mal in die Runde fragen, wie habt ihr denn diesen Auftritt von Ben Bernanke da bewertet und die Folgen, die daraus dann entstanden sind? Naja, ich sehe das so, dass er eventuell mal antesten wollte, wenn man mal dezent darauf hinweist, dass sozusagen die Weihnachtsmannzeit, wo man also eine Vollzuteilung zu negativen Realzinsen veranstaltet, dass die irgendwann mal vorbei sein könnte. Und da haben ja einige schon leicht irritiert reagiert. Und Draghi hat ja sozusagen die Gegenposition eingenommen, indem er gesagt hat, also Freunde, keine Angst, das geht jetzt erstmal dauerhaft so weiter. Ja, und in Europa, wir konnten ja sozusagen 1, 2 Monate mal Pause machen jetzt. Und jetzt geht der ganze Rummel wieder am Beispiel Portugals. Die Spreads gehen auf und so weiter. Griechenland Schuldenschnitt kann man nicht bis zum 23. September unter den Teppich kehren, zum Leidwesen von Frau Merkel und einigen anderen. Ja, es kommt wieder Fahrt in die Geschichte. Und da ist diese Bekundung von Bernanke vielleicht, naja, fast eher ein bisschen sekundär. Also wird keine Folgen jetzt so furchtbar haben, ja. Kreditklemme in China, die man nicht melden darf, in gewissem Sinne ist da fast relevanter und einige andere Dinge. Ja, der Meinung schließe ich mich an. Also ich weiß nicht, ob hier das letzte Buch von Frank Schirmacher, Ego, ob das ein Begriff ist. Da erklärt er ja wunderschön, wie die Spieltheorie, die im Kalten Krieg zwischen den beiden Weltmächten dort ja aus der Ökonomie kommen weiterentwickelt wurde und führt auch aus, dass es heute bei der Kommunikation zwischen den Märkten und der Politik diese Spieltheorie fortgesetzt wird. Und genauso würde ich auch den Bernanke-Satz bewerten. Was genau er damit bezweckt, kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber es ist einfach nur ja ein spieltheoretischer Zug, den er in den Raum wirft, um die Märkte in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen. Wirklich ernst zu nehmen ist das Ganze meines Erachtens nicht, denn es ist natürlich eine Frage, wie sich sowohl die Realwirtschaft als auch wie sich halt die Finanzmärkte jetzt in der nächsten Zeit entwickeln. Und ich glaube ich, kein einziger Mensch, dass er von seiner Quantitative Easing, Strategie, abweicht. Sollte die Realwirtschaft brach liegen weiterhin in den USA oder sollte es neuen Trouble an den Märkten geben? Ja, danke für diese erste Einschätzung. Ich verfolge ja besonders, wie gesagt, die geldpolitischen Blogs, und da sind wir zwei Personen besonders herausgestochen. Einmal der Blog Nevermind in Tagesanzeiger und dort speziell Markus Diedl und Markus D. Meyer. Und in Deutschland ist es der FAZ-Fazit-Blog.
von Braunberger, der sich hauptsächlich mit der Geldtheorie beschäftigt. Und die beiden habe ich auch in meinem Blog die letzten Tage gegenübergestellt. Und ich beginne mal mit Markus D. Meyer, der gesagt hat, mit der Sorge um das Ende dieser ultralockeren Geldpolitik, die wir eben kurz bei Ben Bernanke ja einleitend besprochen haben, stellt sich die Frage, ob in dieser Krise, die ausgebrochen war, diese ultralockere Geldpolitik die Risiken wert war, die man mit ihnen eingegangen ist. Er beantwortet es mit einem klaren Ja. Wie würde denn ihr beide das bewerten? Also gab es eine Alternative dazu? Weil es sagt er auch, es gab keine zu dieser Politik. Wie würdet ihr das bewerten? Ja, ich melde mich mal zuerst zu Wort. Ich sehe es auch so, dass es eigentlich keine Alternative gab. Die Alternative wäre gewesen, eine komplette Abwicklung des Bankensystems, die sicherlich jetzt nicht unmöglich ist, aber für die es absolut keinen Fahrplan gab. Und insofern sehe ich das Ganze, wie Frau Merkel sagen würde, in der Tat als alternativlos, zumal man das Ganze meines Erachtens auch nicht nur jetzt rein auf die Finanzmärkte reduzieren kann, sondern auch die Realwirtschaft betrachten muss. Und realwirtschaftlich stecken wir nun mal momentan in einer tiefen Krise. In Deutschland nicht so sehr, aber in der Europeripherie ist es definitiv der Fall. Und wenn dort wir über den Leitzins auch noch zusätzlich Sand ins Getriebe gestreut würde, zumal die Banken in den Peripheriestaaten ohnehin kräftig angeschlagen sind, sehe ich da ernsthafte Probleme, dass dort der Kreditfluss zum Stocken käme. Und insofern bin ich also auch ein Befürworter dieser Niedrigzinsstrategie. Gut, also ich sehe es ein klein wenig anders. Es wäre, also gut keynesianisch gedacht, wäre es natürlich gut, wenn durch eine bestimmte Geld- und Fiskalpolitik die Realwirtschaft da aus dem Schlamassel geholt würde. Nur leider ist das ja überhaupt nicht der Fall. Man sieht das ja an den Südländern teilweise, dass eben dieses Geld dafür genutzt wird, die Staatsanleihen praktisch aufzukaufen, die da schön aufgelegt werden und die man dann als Collateral wieder bei der Zentralbank für neue Kredite hinterlegen kann. Wir hatten ein instabiles Bankensystem, unter anderem deswegen, weil einige Länder so viele Staatsschuldtitel in ihren Büchern hatten. Jetzt haben sie noch mehr. Und insofern hilft es ja der Realwirtschaft gar nicht. Und wenn jetzt also die EZB eine ganz bestimmte Politik betreibt, dann führt das ja nicht dazu, dass die Banken rekapitalisiert werden, sondern dass sie noch höhere Schulden haben. Im Unterschied zu den USA, wo ja die Fed die Dinger endgültig aufgekauft hat und insofern dort das Eigenkapital der Banken gestärkt hat. Also insofern ist QE nicht gleich QE in den USA ein bisschen anders als in Europa. Ja, da gebe ich Ihnen auch recht. Ich hatte die Frage jetzt auch so verstanden, ob die Alternative zur Niedrigzinspolitik eine Normalzins- oder eine Hochzinspolitik wäre, dass das Ganze natürlich suboptimal gelaufen ist, so wie es gelaufen ist, und dass es da noch jede Menge zu kritisieren gibt. Also das sehe ich ganz genauso. Wir sind auch noch auf der globalen Ebene, Helge, und noch nicht in der Sonderfall der Europäischen Währungsunion, da gebe ich dir recht. Ich möchte das noch ganz kurz fortsetzen, bevor ich dann danach zur FAZ weitergehe. Der zweite Punkt ist, wo Markus Diem sagt, die Frage nach dem Nutzen der Geldpolitik. Er antwortet darauf, tatsächlich ist sie die schlechtere Wahl. Aber in einer Welt, wo die Vorgeschichte keine Rolle spielt und im Nachgang der Jahrhundertkrise mit Liquiditätsfall und Balance Sheet Recession Deflationsgefahr in einem angeschlagenen Finanzsystem drohte, wäre die Fiskalpolitik das bessere Instrument gewesen, um aus der Krise zu finden. Noch deutlicher tut es ja Richard Koo sagen, und der meint, die Geldpolitik wäre eigentlich wirkungslos und man hätte rein auf Fiskalpolitik setzen müssen. Jetzt ist aber so gewesen, durch die Vorgeschichte und die Belastung, die Fiskalpolitik einfach genommen hat in den Jahrzehnten zuvor, hat man das nicht in Erwägung gezogen. Wie seht ihr diese Position von Diem und von Richard Koo? Also ich würde da noch eine dritte Schiene aufmachen. Man kann sich ja die Frage stellen, wie es früher so schön hieß, was ist der Hauptwiderspruch? Ja? Wo liegt das Hauptproblem? Und meiner Meinung nach liegt das Hauptproblem in sehr, sehr vielen Ländern darin,
dass wir Wirtschaften haben, die overbanked sind und in denen eben der Schuldenstand insgesamt über alle vier Sektoren viel zu hoch ist. In Irland sind das 1.300% und in fast allen anderen europäischen Ländern, wenn wir also jetzt die privaten Haushalte, Staat, die nicht finanziellen Unternehmen und die Finanzinstitute zusammennehmen, liegt es bei fast allen bei 400-500%. Das heißt, meiner Meinung nach muss eine Asset-Inflation und so ein Bubble, da muss erstmal Luft rausgelassen werden und es wird ja im Moment alles getan, das zu verhindern. Im Interesse ganz bestimmter Gruppen und Sektoren der Wirtschaft. Das heißt also, all diese Politiken werden das Grundproblem, das uns über die Finanzkrise jetzt in Folge dann zur Staatsschuldenkrise im Wesentlichen geführt hat, wird das gar nicht lösen. Das heißt, meine Position stimmt damit zu Leuten überein, wie vom Keane meinetwegen oder Michael Hudson, ja, dass wir hier erstmal mächtig abschreiben müssen. Und das ist die Frage, wie macht man das? Also da sehe ich sozusagen den, etwas ironisch gesagt, den Hauptwiderspruch im Moment. Ja, okay. Also ich habe da erstmal grundsätzlich zum Analyseansatz, wollte ich mal was dazu sagen. Ich meine, bei uns Ökonomen ist ja das Ceteris Paribus sehr beliebt, also dass man sich jetzt auf bestimmte Fragen fokussiert und die ganzen Wechselwirkungen herauslässt. Und deshalb habe ich auch leichte Probleme, das Ganze jetzt auf Geldpolitik und Fiskalpolitik zu reduzieren. Es ist sicherlich richtig, was Richard Koo sagt, dass der Ansatz, das Ganze über Fiskalpolitik, sprich über eine höhere Staatsverschuldung, die Realwirtschaft erstmal wieder zu fangen. Und wenn die Haushalte und die Unternehmen sich nicht neu verschulden wollen, dass der Staat in die Bresche springen muss, sehe ich exakt genauso. Bloß wie gesagt, Ceteris Paribus kommt da hinzu. Das ist natürlich jetzt unter der Voraussetzung, dass sich an den anderen Sachen jetzt erstmal nichts ändert. Und da prinzipiell müsste man also den Weg aus der Krise als globalen Ansatz formulieren, bei dem in allen möglichen Bereichen sich Dinge ändern müssen. Also es ist jetzt nicht einfach zu reduzieren auf Geldpolitik oder Fiskalpolitik. Es muss sich geldpolitisch was ändern, es muss sich fiskalpolitisch was ändern. In allen Bereichen in der Bankenaufsicht muss sich was ändern. Die EZB müsste eigentlich neu erfunden werden. Die Eurozone müsste neu erfunden werden. Aber es geht wahrscheinlich jetzt schon zu sehr ins Detail rein. Da kommen wir ja noch hin. Wie gesagt, Fazit vom Block Nevermind ist, der Ausstieg bleibt schwierig. Die Notenbanken tun eigentlich nur noch über eine Beeinflussung von Erwartungen realen Einfluss versuchen auszuüben, indem sie halt Vorgaben machen, nominales Wachstum, Arbeitslosenzahlziele, die halt vorgegeben werden. Und man merkt schon irgendwo, dass Geldpolitik irgendwo an Grenzen stößt. Aber ich möchte jetzt zur Position von Braunberger von der FAZ als Kontrapunkt noch kurz kommen, bevor wir dann, wie gesagt, zum Bundesverfassungsgericht. Ja, vielleicht darf ich da ganz kurz noch was gerne zu sagen. Bei der ganzen geldpolitischen und fiskalpolitischen Diskussion wird mir die Realwirtschaft viel zu sehr vernachlässigt. Man kann fiskalpolitisch, geldpolitisch einiges machen. Wenn man die Realwirtschaft aus den Augen verliert, ist das Ganze von vornherein sinnlos. Gut, wir haben ja neben Ben Bernankes Rede vor dem Offenmarktausschuss dann auch noch ein Statement der BIZ in den letzten Tagen gehabt. Und zwar von dem ausscheidenden Chefökonom der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, dem Amerikaner Steven Cicchetti. Und der hat ja auch eine relativ kritische Position eingenommen gegenüber dieser Geldpolitik. Das hat Braunberger aufgegriffen in seinen letzten Statements. Ja, die Position der BIZ zur Geldpolitik, die war doch irgendwie auch außergewöhnlich, dass sie so deutlich ausgefallen ist. Helge? Ja, ich meine, kannst du mal kurz, ich habe es jetzt im Moment nicht im Kopf, was war die Zentralaussage? Wenn du ein Stichwort sagst, ist wieder da. Na, erst einmal haben sie sogar im Gegensatz zu Rogoff 80% als Verschuldungsobergrenze gesagt, die dann negativ wirkt. Und sie haben insgesamt die Geldpolitiker gewarnt, dass die Nebenwirkungen halt übermäßig sind, wenn sie diese Politik fortsetzen. Und Braunberger kommt dann halt zu dem, ihm kommt es gelegen natürlich, weil er ja sich auch dann späterhin in einer Position von Weidmann noch positioniert. Allgemein war der Tenor, dass die BEZ halt eine scharfe Kritik an dieser Geldpolitik geäußert hat, an diesem Quantitative Easing. Und das kam für viele überraschend, dass es so deutlich ausgefallen ist. Vielleicht kann Jens was dazu sagen.
Ich halte die Kritik nicht für angebracht, und zwar aus dem Grunde, was wir dringend betrachten müssen, das ist die Kreditnachfrage. Und wir haben momentan ganz einfach die Situation, dass sowohl der Privatsektor als auch der Unternehmenssektor ganz einfach keine Kredite nachfragt, was wiederum realwirtschaftlich begründet ist. Okay, die Frage jetzt, ob der Staat mehr oder weniger Kredit nachfragen sollte, die wird ja heiß diskutiert, lasse ich mal raus. Wer durch das Quantitative Easing natürlich Kredit mehr nachfragt, das ist der Bankensektor. Und da sind wir eigentlich beim Kern des Problems. Wofür nimmt der Bankensektor überhaupt Geld auf? Wenn er es denn an die Realwirtschaft weitergeben würde oder an den Staat, wäre das ja alles ja gar kein Problem. Da wäre es mir dann vollkommen wurscht, wie hoch die Geldmenge im Endeffekt ist, wie hoch der Leitzins ist. Okay, das wäre mir nicht wurscht, aber ich glaube, man versteht, was ich damit jetzt sagen will. Bloß, wenn Banken durch das Quantitative Easing neues Geld ins System reinpumpen, das nur in den hermetisch abgeschotteten Finanzmärkten kursiert, in irgendwelchen Darkpools verschwindet, dann ist niemandem damit geholfen. Ich glaube, auf den Punkt sollten wir nochmal eingehen. Und zwar glaube ich, dass die gesamte Geldpolitik, dieses Quantitative Easing, eigentlich nur eine versteckte Subvention des Bankensektors ist. Weil kein einziger Euro der Kreditschöpfung von Zentralbankgeld nützt letztendlich der Realwirtschaft was. Weil die Realwirtschaft kann aufgrund der Konstruktion des Systems nur sich Geld vom Bankensektor leihen, sprich von Geld, das die geschöpft haben. Das Aufblähen der Verschuldung gegenüber der Zentralbank hat ja die Ursache, dass die Banken untereinander sich nicht mehr trauen, wo sie früher Zinsen bezahlt haben, bei der Zentralbank etwas mehr. Und jetzt musste natürlich die Zentralbank in die Lücke einspringen. Vom Grundgedanke her ist es ja gar nicht mal so schlecht. Das heißt, sie zahlen endlich den Geldschöpfungsgewinn, den sie sich sonst sparen des Bankensektors, wenn sie gegenseitig sich das Geld verleihen. Aber durch die Senkung des Zinssatzes fällt es schon wieder flach. Das heißt, letztendlich ist das Quantitative Easing eine Subvention des Bankensektors und hat mit der Realwirtschaft sehr, sehr wenig zu tun. Ja, das sehe ich ähnlich. Ich meine, Kredit ist nicht gleich Kredit. Es gibt ja einige Leute, auch der Richard Werner und so, der ja beim Pirat nicht unbekannt ist, glaube ich, der sagt, es kommt ganz drauf an, ist das ein produktiver Kredit oder ist das eben einer, der in den Finanzbereich geht? Wenn das zu Realinvestitionen und dann zu Löhnen und Nachfrage führt, kein Problem. Wenn es in den Finanzsektor geht, dann dreht sich die Schuldenspirale. Und die EZB macht es eben so, dass sie den Geschäftsbanken eben Kredite gibt und nicht fragt, was, Freunde, macht ihr denn damit? Und es wäre, da kommen wir jetzt in ein Thema praktische Investitions- oder Kreditlenkung rein, ja. Und die Frage wäre dann, könnte es eine Art Quantitative Easing geben, bei dem die Banken zum Beispiel einen Verwendungsnachweis, was sie denn damit treiben wollen, geben müssen, ja. Das löst noch nicht das Problem, dass jetzt in den Südländern teilweise, weil eben die Austeritätspolitik gemacht wird, keiner investieren will, oder aber die Banken dort, weil sie zittern, keine Kredite geben, ja. Aber diese Trennung zwischen zwei Kreditarten, die ist halt wirklich wesentlich. Und die EZB, die streut mit der Gießkanne und sehe ich auch als Subventionsprogramm, klar. Exakt, das ist der Punkt, ja. Man müsste es doch letztendlich so machen, dass man sagt, die Nichtbanken haben dann Zugang zu Konten der Zentralbank. Nur dann können sie überhaupt ja in den Genuss von Zentralbankgeld kommen. Nur dann kann eine solche direkte Wirkung geschehen. Also man könnte darüber nachdenken, beispielsweise, dass man ein Trennbanksystem einführt, bei dem die Geschäftsbanken wirklich nur echte Geschäftsbanken sind und überhaupt gar nicht auf dem Finanzmarktsektor und Investmentsektor tätig sein dürfen und dass diese Banken dann Zugriff auf das EZB-Fenster haben, während die Investmentbanken, Hedgefonds, alles, was es sonst noch gibt, ganz einfach keinen Zugriff mehr auf das EZB-Fenster haben und auch, dass Kredite von Geschäftsbanken an diese Investmentbanken stark reguliert werden und unter Umständen auch einen festgelegten Mindestzins haben müssen. Ganz einfach, um da mal die Luft aus dem System zu nehmen. Ja. Gute Idee. Wir hatten ja schon die Trennbankensystemvorschläge schwer runtergekocht. Ja, am runtergekochtesten und fast lächerlich hier in Deutschland. Ja, da war Schäuble ganz stolz, da ein bisschen vorauszugehen. Und Lee Kahn ist ja nun auch schon eine sehr fragwürdige Sache. Und das Europaparlament hat ja leider dieser Tage
da einen Entschluss gefasst, wo vor allem die konservative Fraktion ganz eindeutig die Geschichte verwässert, was ich sehr bedauere. Und ich hatte gestern gerade eine Diskussion in Bayreuth, da war auch jemand nicht gerade wortgewaltig der Deutschen Bank da. Und was denen halt mächtig auf den Senkel geht, wäre, wenn eben dieses Universalbankensystem, was ja für die Banken in erster Linie praktisch ist, wenn das also aufgebrochen würde. Das würde ich auch schon mal als einen sehr, sehr wichtigen und auch richtigen Schritt sehen. Aber bisher haben wir doch erlebt, dass sowohl die Bank of England ein Mittelstandsprogramm für die Realwirtschaft aufgelegt hat, was nicht funktioniert hat. Die EZB hat einen kurzen Versuchsballon gestartet, indem sie auch eine praktisch Direktkredite an mittelständische und kleine Unternehmen in Südeuropa irgendwie organisieren wollte. Die hat sie dann relativ schnell wieder eingestampft, diese Pläne. Also dann ist man, wie gesagt, bei den Notenbanken über fehlgeleitete Versuche und Absichtserklärungen nicht hinausgekommen. Der letzte Versuch, das kam heute, hat das deutsche Finanzministerium so ein Ding rausgeschickt, und die meisten haben das gar nicht so richtig auf dem Schirm, glaube ich, dass 1 Milliarde an die von der KfW als Kredit an das spanische Parallelinstitut gegeben wird, und über die Geschäftsbanken soll das dann als mittelständischer als Kredite an Mittelständler rausgegeben werden. Schlussendlich soll es so sein, dass also, falls diese Kredite dann nicht zurückgezahlt werden, was ja nicht ganz unwahrscheinlich ist, dann wird der Steuerzahler hierzulande in Haftung genommen. Aber selbst die offizielle Politik hatte also irgendwo gemerkt, dass das auf die bisherigen Wege nicht so geht und dass einem irgendwann mal die Leute wie in Ägypten fast aufs Dach steigen. Ja, also da sieht man, wie die Hütte brennt, dass man sowas dann eben in Angriff nimmt. Vielleicht sollte man da auch die Fantasie ein bisschen rauslassen, denn wir haben ganz einfach im Süden Europas haben wir kein KfW-System. Und wer bitteschön sollte beispielsweise in Spanien, wer sollte die Kredite an die Unternehmen weitervermitteln, wer soll die Risikoeinschätzung vornehmen? Das können bei der normalen Struktur ganz einfach nur die Geschäftsbanken dort machen, die spanischen, die zum größten Teil auch Universalbanken sind. Da müssen erst die Strukturen aufgebaut werden, wo ich sehr für bin. Ich sehe das auch skeptisch. Das sollte jetzt keine große Eloge drauf sein. Ja, das okay, sollte gut. Nur also ich sehe hier schon, kommt eine schöne Eigendynamik zustande. Ich muss dann die Pferde immer wieder ein bisschen versuchen einzufangen. Zurück zu Braunberger, der dann in seinem Fazit sagt, in Deutschland beschwören sie durch diese Quantitative Easing-Maßnahmen hohe Inflation und damit die Misere als Folge dieser Geldpolitik. Und stützen sich dabei auf eine Lehre, die anderswo vor Jahrzehnten schon wegen ihrer Unzuverlässigkeit abgelegt wurde. In Amerika, als Kontrapunkt, fürchten sie die Deflation und beschwören höhere Inflationsraten als Heilmittel. Und stützen sich dabei ebenfalls auf eine Lehre, die keine zuverlässigen Erfahrungen aus der Praxis vorgibt. Dann kommt er zum Fazit, es ist die Stunde der Forscher, nicht der scheinbar allwissenden Ratgeber. Und das sind wir bei so einem Kern der Geldpolitik. Die Geldpolitik und die Notenbanken, die haben doch von einem Expertentum eine Lehre gelebt in den letzten 30 Jahren, die jetzt irgendwie keine zuverlässigen Positionen mehr zulässt in dieser Krise. Und damit kommen wir auch an den Punkt der Unabhängigkeit einer Notenbank. Da hätte ich ganz gern mal eure Position, wenn Braunberger jetzt fordert, die Stunde der Forscher, und es gibt keine allwissenden Experten in den Notenbanken mehr, die sich an objektive wissenschaftliche Regeln halten können. Wie seht ihr diesen Punkt? Ja, schade, dass wir hier keine Videokonferenz haben, ansonsten hätte man mich gerade lachen sehen. Das ist monetaristischer Schwachsinn, ist das. Dann sollte Herr Braunberger doch mal bitte erklären, wie denn in einer Wirtschaftskrise Inflation durch das Quantitative Easing kommen soll. Inflation ist eine Erhöhung der Verbraucherpreise und die Verbraucherpreise werden nicht dadurch erhöht, dass die Banken sich Geld leihen und in irgendwelchen Darkpools miteinander spekulieren. Dazu müsste das Geld an die Realwirtschaft weitergereicht werden, dazu müssten dann die Löhne im Endeffekt auch steigen und beides sehe ich hinten und vorne nicht. Wo der Kritikansatz vielleicht noch ein wenig greift, das ist, dass es da keinen universal wissenschaftlichen Ansatz gibt. Das gibt es nicht, aber das ist meines Erachtens zumindest in der Ökonomie generell der Fall. Insofern ist das auch eine Binse. Ja, also das ist natürlich die Frage, was wir unter Inflation verstehen. Ich habe heute, ich weiß gar nicht mehr wo, zufällig die Charts gesehen, wie die Aktienindizes so über die letzten 1,5 Jahre raufmarschiert sind, ja. Oder auch Unternehmensanleihen, also da ist schon Anlagenotstand, der da die Preise ganz im Widerspruch zu realwirtschaftlichen Entwicklungen mächtig in die Höhe treibt. Also im Asset-Bereich
auch wenn man auf Kunstauktionen geht, was ich nun nicht mache, ich lese es halt nur, ja, oder so in the middle run, Goldpreis etc. Ich meine, irgendwo kommt schon raus. Das kann man nicht bezweifeln. Aber natürlich, wenn die Reallöhne, die ja jetzt in Deutschland das erste Mal wieder seit 2009 sinken, wenn die nicht steigen, dann ist klar, dass dann also die offizielle Inflationsrate, ja, der harmonisierte Verbraucherpreisindex, dass das nicht steigen kann. Ich habe eine direkte Frage an Herrn Berger. Vor 10 Minuten ging es darum, dass die Zentralbank, also die EZB, die Zinssätze extrem gesenkt hat und trotzdem ist keine Nachfrage aus den privaten Haushalten und Unternehmen kam und Sie haben gesagt, und der Staat macht es auch nicht. Ich kenne Ihre Position und die teile ich auch, aber ich hätte es ganz gern von Ihnen nochmal gehört. Sind Sie der Meinung, dass der Staat in der jetzigen Situation die Ausgaben erhöhen sollte? Definitiv, ja. Der Staat muss, es gibt da beispielsweise verschiedene Pläne, unter anderem den Marshallplan des DGB, den ich persönlich noch für viel zu niedrig halte. Richard Kuh führt das ja ganz schön aus. Man muss ihn da nicht 1:1 folgen, aber er sagt im Grunde, also dass die Menge, die an Krediten vom Unternehmens- und vom Privatsektor weniger nachgefragt werden in der Krise, dass der Staat im Idealfall genau mengenmäßig, quantitativ diese Lücke schließen muss durch Neuverschuldung. Ich habe das jetzt nicht im Kopf für die, ich glaube, das wäre für die gesamte EU, wären circa 6% Neuverschuldung pro Jahr, was natürlich mit Maastricht überhaupt nicht zu machen ist. Und durch die Austeritätspolitik, die geht da natürlich exakt konträr. Und das wäre ungefähr, jetzt um mal eine Hausnummer zu nennen, diese 6% Neuverschuldung, die momentan benötigt würden, um halt die Konjunktur zumindest zu stabilisieren, um die Konjunktur auch noch anzufeuern, wäre wahrscheinlich noch mehr nötig. Das Ganze natürlich nur so lange, das ist klar, bis die Wirtschaft angesprungen ist. Und danach müsste, ja, vulgär keynesianisch, müsste der Staat sich auch wieder rausnehmen und die Schulden, die er aufgenommen hat, im Endeffekt dann auch wieder zurückzahlen. Gilt das auch für Griechenland mit 170%? Und was soll denn in Griechenland investiert werden? Griechenland ist out of area. Weiß ich auch nicht. Für Griechenland kann ich da keine gescheiten Antworten geben. Griechenland ist ein hoffnungsloser Fall. Nehmen wir Irland. Na, Irland ist generell ja eine relativ gesunde Volkswirtschaft. Gäbe es den Bankensektor nicht und gäbe es nicht die immensen Schulden des Bankensektors, die sozialisiert wurden. Ich danke erstmal für die Antwort und bitte unsere beiden Gäste einfach darum, dass wenn solche wissentlich konträre Meinungen da sind, dass sie trotzdem ausformuliert werden, dass dann nicht nachgefragt werden muss, dann das ist für alle, die zuhören, interessanter, ihre unterschiedlichen Meinungen zu hören, als sie unterschwellig einfach nur so dastehen zu lassen. Vielen Dank. Ja, danke, Rudi. Ich möchte jetzt von der globalen Betrachtung und der theoretischen Betrachtung der Geldpolitik auf die Verhandlungen des Bundesverfassungsgerichts zu ESM und eigentlich hat ESM ja keine Rolle gespielt bei den Verhandlungen, sondern im Wesentlichen ging es um die EZB-Politik und das OMT-Programm. Da hat Jens Berger ja einen interessanten Text geschrieben, den ich übernommen habe auf den Nachdenkseiten. Ich habe Helge jetzt noch nicht gefragt, direkt, die drei führenden deutschen Zeitungen, die Zeit, FAZ und Süddeutsche, haben sehr unterschiedliche Statements abgegeben gehabt zu diesen Verhandlungen. Aber hat man nicht den Eindruck gehabt, dass die EZB hier ein Auswärtsspiel hatte? 5 von 6 Sachverständigen haben das OMT-Programm kritisiert, Füst, Sinn, und die anderen, die da auch noch da waren, nur der vom DIW, der Franscher, hat da etwas dagegen gehalten. Dann hat Schäuble und Asmussen eigentlich gesprochen, dass die Zuständigkeit eigentlich fast gar nicht da wäre, des Bundesverfassungsgericht über die Politik zu urteilen. Wie habt ihr beide diese Verhandlungen erlebt? Naja, wir haben ja ein Bundesverfassungsgericht, was immer so Ja-Aber-Urteile fällt. Ja, aber, und ich glaube kaum, dass dieses Übergewicht der Kritiker, man kann ja auch sagen, wenn man das
eventuell kritisch sieht, dann lässt man die Kritiker eher zu Wort kommen, ja, um da die eventuellen Kontraargumente also jetzt in den Vordergrund zu stellen, könnte man sagen. Da wird aber sowieso nicht viel bei rauskommen. Und es ist schon komisch, dass Juristen sich über ökonomische Sachverhalte äußern sollen. Und vor allem, dass sie bei einem Grundgesetz, was ja für alle möglichen Situationen gedacht ist, da jetzt lupenrein herausfiltern sollen, ob das nun grundgesetzkonform ist oder nicht. Das halte ich im Grunde für eine lächerliche Frage, weil man kennt ja Juristen, die können da so oder so argumentieren. Das ist beides drin, ja. Und insofern ist das unerheblich und ist es ja auch so, dass also der gute Herr Draghi schon vorgebeugt hat, indem er im Grunde gemeint hat, das ist mir eigentlich vollkommen egal, wie die Deutschen da entscheiden, weil wenn die gegen OMT sein sollten, wovor sie sich aber hüten sollten, dann machen wir schlicht und einfach ein Ankaufprogramm, was prozentual zur Wirtschaftskraft der einzelnen aller beteiligten Euro-Länder wir dann eben die Anleihen aufkaufen und dann ist es nicht OMT und dann hat das Bundesverfassungsgericht da ja auch nicht seinen weisen Urteilsspruch drüber gelöst. Das heißt, im Grunde ist das eine Veranstaltung für die Tribüne und Draghi hat schon dafür vorgesorgt, dass wenn es das nicht sein sollte, er trotzdem macht, was er für richtig hält. Ja, ich hatte meine Einschätzung ja schon in diesem Artikel weitergegeben, hat natürlich nicht jeder gelesen, deshalb führe ich das nochmal kurz aus. Also der Voskuhle, der oberste Richter, hat ja interessanterweise gesagt, dass es nicht um ökonomische Fragen geht, sondern rein um formaljuristische Fragen. Und da befinden wir uns natürlich in einem Problem, da das EZB-Statut ja im Grunde eine erweiterte Bundesbank auf europäischer Ebene statuiert hat. Und auch ich, der unter den gegebenen Voraussetzungen wohlgemerkt die OMT-Programme eigentlich positiv sehe, sagen muss, dass diese OMT-Programme höchstwahrscheinlich nicht durch das EZB-Statut gedeckt sind. Und ich bin sehr gespannt, was die Verfassungsrichter da entscheiden werden, inwieweit sie überhaupt sich dafür zuständig erklären, denn das EZB-Statut ist ein europäischer Vertrag, der eigentlich in Luxemburg beim Europäischen Gerichtshof juristisch bewertet werden müsste. Man weiß, dass der EuGH, dass der da wesentlich ja lockerer ist, könnte man sagen. Also die geldpolitische Tradition der Bundesbank und auch nicht die das formaljuristische Konstrukt der Bundesbank, dass dem das relativ wurscht ist. Ich bin da sehr gespannt und ansonsten möchte ich mich dann um Helge Beugert anschließen. Egal, was Karlsruhe entscheidet, die EZB wird sich garantiert durch ein Bundesverfassungsgerichtsurteil nicht handlungsunfähig machen lassen. Interessant wird dann auch, wie die Bundesbank darauf reagiert, denn je nachdem, wie der Urteilsspruch ausfällt, könnte es durchaus so sein, dass die Bundesbank bei bestimmten EZB-Programmen formal nicht mitmachen kann, was allerdings jetzt auch nicht so das große Problem ist, dann machen es halt die anderen nationalen Zentralbanken. Ja, ich glaube also auch, dass dieses OMT-Programm eindeutig eine Staatsfinanzierungsgeschichte ist. Ja, witzig ist ja, dass die EZB selber da auf gewisse Fehlsteuerungen bei den Transmissionskanälen und so weiter so argumentiert und da im Grunde ja sagt, also so nach ihrer Meinung, dass die Märkte da nicht richtig funktionieren, was ja auch mal eine witzige oder interessante Aussage ist, also Effizienzmarkthypothese scheint da ja dann nicht angesagt zu sein, wenn man das so begründet, ja. Ja, interessant sind die Positionen der, wie gesagt, der deutschen Leitmedien. Die Süddeutsche spricht, es geht um nicht weniger als um die Demokratie in Europa. Sie gibt euch da im Großen und Ganzen recht, die EZB ist europäisch und die EZB ist unabhängig und die Deutschen haben das auch noch gewollt und beides erschwert eigentlich einen Zugriff des Bundesverfassungsgerichts auf die europäische Institution. Die Zeit sagt, es bleibt ein innerer Widerspruch zwischen der Ankündigung von Draghi und der Interpretation, die EZB-Vertreter vor dem Gericht geliefert haben. Und spricht von einer wahnsinnig komplexen Materie, vor allem einem gordischen Knoten. Und die FAZ zum Schluss sagt, dass die viel zitierte und viel kritisierte Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank ja eine entscheidende Bedingung Deutschlands gewesen ist. Und da möchte ich nochmal überleiten zu dir, Jens, dass du ja gesagt hast,
Gerade weil das Betriebssystem nach deutschen Vorgaben aufgesetzt worden ist, haben wir jetzt eigentlich das große Problem, dass wir mit dem Euro so in Schwierigkeiten kommen, dass selbst Leute wie Flassbeck und viele andere mittlerweile das kritisch reflektieren und sagen, das werden wir gar nicht halten können unter diesen Rahmenbedingungen, System, das wir damals aufgesetzt haben, was ja wie gesagt den deutschen Vorgaben hauptsächlich entspricht. Damit werden wir nicht arbeiten können. Und Helmut Schmidt hat sogar davon gesprochen, wir müssten jetzt Entscheidungen treffen, was die Verträge nicht hergeben in den nächsten 2 Jahren. Das hört sich ja alles sehr, sehr dramatisch an. Also wie kommen wir denn da raus überhaupt? Also zunächst mal finde ich, dass die Unabhängigkeit der EZB so unabhängig ist überhaupt nicht. Und wenn die Bundesbank Lust hätte, dann könnte sie eine Menge mehr machen als das, was Herr Weidmann macht, nämlich schöne Interviews im Handelsblatt oder sonst wo geben und ab und zu mal einen Brief an Herrn Draghi, der dann sowieso zu nichts führt, zu schreiben. Ja, ich meine, nehmen wir doch mal die Geschichte mit Emergency Liquidity Assistance. Da könnten die ja mal sagen, bei einer Zweidrittelmehrheit kann das im EZB-Rat abgelehnt werden. Und da könnte er mal sagen, ich bin dafür, dass das nicht mehr gemacht wird. Und da mal gucken, wie die anderen sich positionieren. Oder man könnte bei diesen Target-Geschichten, da könnte er zum Beispiel fordern, dass ein reales Collateral dann zum Beispiel von der importierenden Seite an die Deutsche Bundesbank geliefert wird. Und die haben die ja zum größten Teil nicht mehr. Das heißt, Sand ins Getriebe über quasi offizielle Wege könnte man streuen. Man will es nur nicht, ja. Die Bundesbank, die beruhigt sozusagen die deutsche Grundphilosophie. Und Herr Asmussen ist derjenige, war ja ein enger Umsetzer neben Frau Merkel, ja, der sitzt im EZB-Direktorium und spielt die Musik. Also insofern ist das ja auch eine fein orchestrierte Angelegenheit, die da vonstatten geht. Ja, und ich muss immer schmunzeln, wenn man sich gleichzeitig darüber beklagt, dass die EZB EZB nicht demokratisch genug legitimiert ist und dass sie unabhängig ist. Das eine bedingt das andere. Also entweder eine Zentralbank ist politisch ist demokratisch legitimiert oder sie ist unabhängig. Beides zusammen geht natürlich nicht. Und da haben wir natürlich in der Tat Probleme. Also mir persönlich wäre eine politische EZB wesentlich lieber. Dann allerdings keine EZB, die wie beispielsweise die EU-Kommission, die im Hinterzimmer von irgendwelchen Regierungen geklüngelt wird, wie es ja auch momentan ist. Die Ratsmitglieder der EZB, die werden ja nicht wirklich demokratisch bestimmt. Was spräche beispielsweise dagegen, wenn der EZB-Rat und der EZB-Vorsitzende vom Europäischen Parlament gewählt werden. Ich weiß, klar, Herr Draghi, der musste vom Europäischen Parlament auch bestätigt werden, aber das war halt nur ein Abnicken, friss oder stirb. Wenn nicht, setzen wir dir den nächsten vor. Das ist kein demokratischer Prozess. Und generell, vor allen Dingen in der deutschen Politik, aber auch in der europäischen Politik, wird eine Zentralbank immer so als ein technisches Instrument gesehen. Die Möglichkeiten, über eine Zentralbank, über die Geldpolitik noch einen wesentlich stärkeren Einfluss auf die Konjunktur zu nehmen, das wird ja gerade von den Monetaristen so als Werk des Teufels gebrandmarkt. Und da ist meines Erachtens ein komplett neuer Denkansatz nötig. Beispielsweise, wie es die Japaner mit ihren Abenomics machen, egal ob man jetzt dahinter steht oder nicht. Auf jeden Fall beweisen die Japaner, dass man die Zentralbank auch hervorragend politisch einsetzen kann, um einen makroökonomischen Masterplan zu stützen und ihm umzusetzen. Also dass die Legitimationsgrundlage für eine unabhängige EZB weggefallen ist. Warum? Das hat Jens Berger ja schon im Grunde ein bisschen angedeutet. Man hat gesagt, die Zentralbank ist nur für Geldwertstabilität zuständig. Da lassen die ein paar Regressionen laufen, gucken auf die Inflationsrate und auf die Geldmenge, 2-Säulen-Geschichte, ja. Und mehr haben die nicht zu betreiben.
Was sie aber jetzt tun, ist, dass sie zum Beispiel nach Griechenland im Rahmen der Troika fahren und den Griechen vorschreiben, wie sie ihren Arbeitsmarkt mit zu organisieren haben. Das heißt, wir haben hier ein saint-simonistisches Dreiergespann, was eine umfassende Wirtschaftspolitik und Austeritätspolitik und Zerschlagung von sozialen Sicherheitssystemen, wie übertrieben die im einzelnen Fall bis nach Italien auch gewesen sein mögen. Das heißt, sie hat hier eine gesamtpolitische Gestaltungsrolle übernommen, die ihr ja überhaupt nicht zusteht nach der ursprünglichen Konzeption. Richtig, nach der ursprünglichen Konzeption und keines dieser drei Troika-Mitglieder ist wirklich demokratisch legitimiert. Jetzt kommen wir an den Kernpunkt. Also Schmidt und Cescalista haben ja gesagt, die einzige Institution, die in Europa funktioniert hätte in dieser Krise, wäre die EZB gewesen. Sie sprechen, wie viele andere auch, dass wir nicht eine Währungs- oder eine Euro-Krise haben, sondern eine institutionelle Krise in der EU eigentlich haben. Wie kommen wir da raus aus dieser institutionellen Krise? Ich meine, die Piraten, die fordern einen Konvent und eine Demokratisierung und mehr Rechte für das Europaparlament, vielleicht die Einführung in einem Konvent eines Zweikammersystems. Das weiß ja jetzt keiner, was bei solchen Verhandlungen herauskommen würde. Man einigt sich ja schon nicht einmal über gegebenenfalls über eine Zusammensetzung. Im Augenblick müssen wir doch eher konstatieren, dass man gerade die notwendigsten Schritte macht, um die Währungsunion nicht kollabieren zu lassen, aber dass man den einzelnen europäischen Staaten ja überhaupt nicht mehr bereit ist, in dieser Krise mehr Integrationsschritte in Richtung Brüssel zu gehen, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Und dieser Widerspruch, der wird doch in den Ratssitzungen immer deutlicher im Augenblick. Ja, ganz genau, klar. Da muss man natürlich jetzt mal dieses böse Wort Realpolitik in den Raum werfen. Sowohl die Piraten als auch Helge Peukert als auch die Nachdenkseiten haben ja ganz gute Ansätze. Das Problem ist bloß, wenn wir jetzt mal ganz realistisch sind, haben diese Ansätze momentan und auch mittel- bis langfristig nicht die geringste Chance, dass sie umgesetzt werden. Man muss sich ja nur mal die Kräfteverhältnisse anschauen im Parlament. Momentan Parlamentarismus in Deutschland. Da haben wir eine übergroße Mehrheit, die diese Kritikpunkte, also die noch nicht mal die Analyse teilt, geschweige denn bereit ist, die Lehren aus dieser Analyse zu ziehen. Wollen wir Europa durch weniger Europa retten? Meine Antwort ist, wenn wir denn den Euro erhalten wollen, dann können wir ihn nur durch mehr Europa retten. Aber das ist höchstwahrscheinlich bei der momentanen Gemengelage, auch bei der Bevölkerung, ganz einfach nicht mehrheitsfähig. Ich wollte nochmal zu dem Punkt Unabhängigkeit der Zentralbank kommen. Ich glaube, die Unabhängigkeit ist ja nicht gemeint, dass die machen können, was sie wollen. Es geht ja auf der einen Seite darum, dass ein rechtlicher Rahmen da ist, in dem dann die Zentralbanken unabhängig fachlich agieren. Das ist ja die Grundidee, dass man nicht hergeht und sagt, okay, wenn es politisch opportun beziehungsweise der politische einfache Weg ist oft eher über Verschuldung zu gehen. Und ich glaube, da ist diese fachliche Unabhängigkeit innerhalb eines demokratisch legitimierten Rahmens. Das ist meines Erachtens das, worauf man hinausgehen sollte. Ich hätte Bedenken, wenn man sagt, lass praktisch die Politik direkt reinregieren, wie Geldpolitik und Fiskalpolitik über die Zentralbank gemacht werden soll. Ja, da gibt's halt eventuell einen Unterschied. Ich bin ja auch so ein bisschen auf der Linie, weil ich ja die Monetative mit allen Problemen, die so eine Lösung auch irgendwie aufwirft, für richtig halte. Ich meine, wie soll Europa neu aufgestellt werden? Wenn wir uns anschauen, was im Moment läuft, dann wollen die Nationalstaaten im Europäischen Rat und so, oder sagen wir mal die Politikdarsteller, was die Leute in den Ländern wollen, ist ja noch was anderes, dass die eben nicht bereit sind, auf einer oberen Ebene sich auf klare Regeln oder übergeordnete Entscheidungen, die in ihre Länder reinregieren, da gefallen lassen wollen. Das ist bei der Bankenunion teilweise zu sehen, dieses komische Gremium, wo von jedem Land einer drin sitzt, da wird nicht sehr viel bei rauskommen. Da graust mir schon vor. Oder dann nehmen wir die Haftungskaskade, die jetzt beschworen wurde, ja, hat der Schäuble und Frau Merkel großartig gesagt, endlich werden nicht mehr der Steuerzahler hier in Haftung genommen, sondern jetzt die Gläubiger und so weiter.
Die dürfen aber nur mit 8%, ja, und dann noch 5% vielleicht drauf. Das kann man dann sowieso schon selbst entscheiden. Aber mehr darf es auf keinen Fall sein, ja. Und die Nationalstaaten, wenn sie das nicht für richtig halten, können sie beim Bail-in auch teilweise wieder welche rausnehmen oder das im Prinzip ganz sein lassen, wenn sie das über Staatsgeld dann ausgleichen. Also da zeigt sich ja, dass hier überhaupt kein Wille ist. Und ich meine, wie könnte man Verschuldung beheben? Da gibt es, und ich glaube wirklich, dass da eins der zentralen Probleme ist. Und mit Fiskalpolitik lösen wir dieses Problem nicht, sondern haben ein paar schöne Autobahnen gebaut und übermorgen haben wir die gleichen Probleme. Ich sage das bewusst mal polemisch jetzt, weil ich ja jetzt Bergers Position auch kenne und schätze. Und wie kann man das machen? Erstens, indem man mal vernünftig mit Steuern zugreift, ja. Ich meine, der Barnier sagt ja selber, eine Billion Steuerausfälle durch grenzwertige Steuergestaltung, ja, Steueroasenthematik etc. passiert ja nur auch nicht gerade viel im Moment. Und Griechenland und Italien, die müssen überhaupt nicht in der Bredouille sein, wenn die mal ihre Oberschicht da und ihre reiche Oligarchie, die es da wirklich gibt, wenn sie die richtig besteuern würden, ja. Und eine zweite Sache ist, meiner Meinung nach kommen wir um eine Enteignung der Gläubiger nicht umhin, um also praktisch hier die Schuldenseite zu reduzieren. Und da muss man über einen Lastenausgleich überlegen, wer wie belastet wird. Und das steht also jenseits der konjunkturellen Lage als ein grundsätzliches Problem von den Sozialsystemen und so weiter, die da vielleicht irgendwo ein bisschen harmonisiert werden müssen, ganz abgesehen. Da gebe ich mal die Polemik zurück. Das ist ja schon fast der Sarah Wagenknecht-Ansatz. Teile ich aus dem Grunde nicht. Also grundsätzlich klar, die Verschuldung, die Staatsverschuldung muss zurückgefahren werden. Allerdings gibt es da Alternativen zu dem Schuldenschnitt, die da wären. Der Helge Polgert hatte das ja direkt angesprochen, das ist das Ganze über fiskalpolitische Maßnahmen, sprich über das Steuersystem zu machen. Denn das hatten wir ja vorhin schon bei der Analyse, wenn man diesen Richard-Koo-Ansatz verfolgt. Wir haben ja momentan paradoxerweise, das kann man der Öffentlichkeit ja überhaupt gar nicht irgendwie begreiflich machen. Unser Problem ist ja nicht, dass wir zu wenig Geld haben, sondern wir haben zu viel Geld und zu wenig Nachfrage nach Geld. Naja, gut, da muss jetzt ganz ökonomisch, ohne das Ganze jetzt irgendwie unter dem Gesichtspunkt der Verteilungsgerechtigkeit zu sehen, wäre der richtige Ansatz, das Geld abzuschöpfen, das momentan zur Verfügung steht und nicht für irgendwelche produktiven Zwecke verwendet werden kann. Und durch den Staat, durch das Haushaltssystem in gescheite Projekte zu investieren. Dadurch kann auch die Verschuldung abgebaut werden, wenn ganz einfach mehr umverteilt wird, also wenn die Steuern erhöht werden, und zwar massiv erhöht werden. Das kann auch ein Lastenausgleich sein, je nachdem, wie man das formuliert. Auf jeden Fall, das Ganze ist möglich und sollte dringend angedacht werden. Dann würden wir nämlich gleich zwei Probleme oder gleich mehrere Probleme damit lösen. Auch die Asset-Inflation könnte damit zumindest abgemildert werden, denn die Asset-Inflation, die entsteht ja nur dadurch, dass ja Menschen, die zu viel Geld haben, dass sie momentan nicht ausgeben können, dafür irgendwelche Assets suchen, die sie investieren können. Naja, dann nehmen wir ihnen die Entscheidung doch ab und nehmen ihnen dieses freie Geld, zumindest einen Teil davon, über das Steuersystem weg und pumpen es in die Realwirtschaft. Okay, ja, das sind jetzt einige grundlegende Überlegungen von euch beiden gewesen. Jetzt haben wir aber am 22. September Bundestagswahl. Die Grünen haben ja zumindest einen ganz kleinen Schritt in die Richtung gemacht, indem sie ein bisschen umverteilen wollen, natürlich noch in einem bescheidenen Rahmen und kommt nicht mal annäherndsweise dorthin, wo selbst eine Boston Consulting Group ihre Empfehlungen abgibt. Also die Merkel tut doch alles, dass halt vor dem 22.09. die Euro-Krise keine erneute Zuspitzung erfährt. Wird die Euro-Krise ihr den Gefallen tun, Helge, oder nicht? Ich glaube, den Gefallen wird sie ihr, wie es im Moment aussieht, nicht so gerade tun. Ja, die Spreads für die portugiesischen Anleihen gehen hoch, die Griechen rumoren. Auf den Straßen einiger Länder sammeln sich die Leute. Ich würde fast vermuten, dass die Rechnung nicht so ganz aufgeht. Ja, ich meine, wir haben ja in Deutschland eine super große Koalition
zwischen CDU, CSU, FDP, Grüne und SPD, ja. Die Letztgenannten, die kritisieren immer was, dem sie dann letztlich doch zustimmen, ja. Und diese Pläne der Grünen oder auch was Trittin jetzt dazu Snowden und so gesagt hat, im Unterschied zur SPD, die da vielstimmig unklar wie immer ist, bin ich mir nicht sicher, wo die dann schlussendlich zu verorten sind, wenn sie nicht in der Opposition sind, weil da kann man ja immer die schönsten Ideen haben, ja. Also ist die Frage, wie das dann da danach weitergeht. Und ich meine, die Grünen im Europaparlament haben ja immerhin der Verwässerung der Finanztransaktionssteuer da im Europaparlament zugestimmt, ja. Und ich finde, die Verwässerungen gehen ehrlich gesagt einfach ein bisschen zu weit, die da in den letzten 2-3 Tagen sich herausgestellt haben. Ja, also ich glaube auch, dass die Euro-Krise, Frau Merkel noch einen ordentlichen Strich durch die Rechnung machen wird in ihrem Bundestagswahlkampf. Und auch wieder gepolkert werte ich die Konzepte, die von dieser übergroßen Koalition der Blockparteien, wie ich sie jetzt mal so ein bisschen polemisch nennen will, dort angeboten sind, in keinster Weise in die richtige Richtung weisen. Die Konzepte der Linken sind zumindest in diesem Punkt sicherlich um einiges besser. Was die Piraten da vorschlagen, das weiß ich noch gar nicht so genau. Ich weiß gar nicht, habt ihr da überhaupt irgendwie ein Programm, das Vermögenssteuern und den Einkommensteuersatz betrifft? Ich habe gerade an Arne gedacht oder wer jetzt am besten das Programm kennen tut. Also wir haben in der AG schon verschiedene Anläufe gemacht, eine Vermögensbruttogeldsteuer einführen. Und wie gesagt, wir haben Boston Consulting Group bei uns gehabt. Wir haben auch andere Ansätze, aber das ist nicht ins Parteiprogramm bisher eingeflossen. Wir haben nur im Block Modul 3 des Sixpacks für Europa, für die Europäische Währungsunion einige Punkte drin, die dem noch am ehesten entsprechen könnten. Also die kann ich dir nach der Veranstaltung gerne zuleiten und auch dir, Helge Volkert. Aber da ist noch zu wenig da. Da gebe ich euch natürlich recht. Ich würde noch mal gerne so ein, weiß nicht, ob das schlau ist jetzt, aber mal gerne so ein Fässchen noch aufmachen bezüglich der Frage, kann man eine vernünftige, nachfrageorientierte Politik, also eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik, in Deutschland lag sie drunter, in anderen Ländern lag sie drüber, ja, die Lohnentwicklung als Teilelement, die dann da zu der Finanz- und Staatsschuldenkrise auch ein bisschen führte. Es gibt auch die Meinung, die besagt, dass wenn wir jetzt mal das Lohndumping nehmen im Euroraum und auch in Deutschland, ja, dass wir eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik, bei der also sich keine Geldvermögen an einer Seite zu sehr entwickeln, und wir so Niedriglohnsektor, Hartz IV, Pipapo, auf der anderen Seite haben, keine reale Lohnentwicklung der Mittelschicht etc., dass das nur geht, also das ist jetzt die Position, die meinetwegen Gero Jenner oder Joachim Jahnke und so weiter vertreten, wenn wir im Grunde, nehmen wir mal die Illusion, wenn wir eine europäische Wirtschaftspolitik betreiben, die also jetzt nicht auf Austerität, Lohnsenkung und so weiter sich bezieht, dass wir dann im Prinzip den internationalen unfairen Wettbewerb, der ja in ökosozialem Dumping besteht, dass wir den beenden müssen und dass der im Prinzip zu relativ hohen Außenzöllen führen müsste, ja? Denn eins ist ja klar, die Schuhproduktion wird erst wieder nach Italien kommen, wenn man eben keine unfairen Wettbewerber anderswo mehr hat, ja. Und es fragt sich ja auch, wo sich dauerhaft, welche Industrien oder Produktionszweige sich denn in einigen Ländern, Griechenland oder so, ja. Und ich finde Irland, so toll sieht's nun auch nicht aus, wenn wir jetzt mal den produktiven Sektor so betrachten und mit Dienstleistungen, naja, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall in gewissem Sinne ist das nur möglich, wenn wir uns hier praktisch in so ein bisschen diese Solarstrafzölle, die da jetzt kommen sollen, ja, wenn man eine kleine Autarkie veranstaltet,
nur dann funktioniert das. Denn die Chinesen, die haben eben zwar etwas höhere Löhne, aber das ist immer noch ein Zehntel dessen, was man selbst nach den Lohnsenkungen in den europäischen Krisenländern zahlen würde. Und wie soll das dann gehen? Ich sehe das ähnlich wie Herr Gebeugert. Ich möchte bloß nochmal die Warnung in den Raum werfen, dass natürlich über eine Erhöhung der Zölle wir zumindest kurzfristig eine Außeninflation provozieren würden, die nur dann sozial verkraftbar ist, wenn die Löhne wirklich steigen. Und daher muss man zwingend, wenn man denn zu so einem protektionistischen Maßnahmen greift, den ich nicht prinzipiell skeptisch gegenüberstehe, gar nicht, aber dazu muss man zwingend dann dafür sorgen, dass das Ganze sozialpolitisch ausgeglichen wird. Ja, ich wollte da mal einhaken, weil ich glaube, das ist einer der ganz zentralen Punkte. Und zwar dieses Sozial- und Umweltdumping, das Herstellen von fairen Bedingungen. Ich glaube, das kann heutzutage nicht mehr über Zölle gemacht werden. Sondern damit fairer Wettbewerb entstehen kann, glaube ich, muss man eine Art Umwelt- und Sozialindex für die einzelnen Produkte machen und dann diese einzelnen Produkte besteuern. Das heißt, runterkommen von einer pauschalen Mehrwertsteuer zu sagen, jedes Produkt, egal wo es herkommt, wird sozial und umweltverträglich bewertet, hat dann einen Index und dann die Steuer drauf. Und dann, glaube ich, hat man wieder auch eine Außenwirkung in dem Sinne, dass man sagt, wenn es für meinetwegen Staaten in Fernost einfacher ist, dort die Löhne zu verdoppeln, weil sich das rentiert aufgrund dieses Indexes, dann haben nämlich diese Leute auch was davon. Und das, glaube ich, sollte dann der Ansatz sein. Da hätte ich gerne mal eine Rückmeldung. Da müsste man natürlich wissen, wie dieser Index genau konstruiert wird. Ich meine, wenn man sagt, wir bauen da Schutzzölle, das ist ja gar nicht so einfach, ja. Weil aus der Geschichte der Zollbewegung und auch vom Zweiten Weltkrieg, da gibt es ja auch eine Spirale nach unten. Und zum Beispiel innerdeutsche Produzierende, die haben ja ein Interesse dran zu behaupten, dass die Zölle unendlich hoch sein müssen, damit sie hier schöne Gewinne machen. Also da kommt man in Riesenprobleme rein, ja, so vernünftig der Grundgedanke auch sein kann. Und wenn man jetzt diesen Vorschlag, den Arne jetzt gerade formuliert hat, da ist ja die Frage, vor die aber auch an so ein generelles Konzept von Schutzzöllen dann oder Anti-Dumping-Zöllen gestellt werden muss. Wie hoch ist denn der Verwaltungsaufwand, um das genau festzustellen? Ja, wir haben ja bei diesen Corporate Social Responsibility schon die Sachen, dass wenn der Otto-Versand was rausschickt, da sagen die ja, also der 100. Zulieferer, da wissen wir auch nicht ganz genau, ob da nicht Kinder arbeiten. Ich wollte nochmal auf die Frage eingehen, die von Helge Polkert und auch Jens Berger in den Raum geworfen wurde, was denn die Piraten als Gegenvorschläge in ihrem Programm formuliert haben. Es gibt mehrere Punkte. Wir haben unter anderem einmal den Punkt, den Piratos hier im Chat auch mit aufgeworfen hat, Schuldenschnitt diskutiert und auch abgestimmt, zumindest mit Feedback. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das auch im Wahlprogramm so drinsteht. Ich glaube, ja. Modul 3. Ja, genau. Das ist ja eben auch im der Schuldenschnitt diskutiert werden soll und eventuell durchgeführt werden soll. Aber viel wichtiger ist für mich der Punkt, der im Wahlprogramm steht, die Einführung eines Mindestlohnes, um zur Lohnpolitik nochmal zurückzukommen. Wir haben im Wahlprogramm stehen, dass ein Mindestlohn für Festangestellte von 9,02 Euro festgelegt werden soll und für Leiharbeiter von 9,77 Euro, also deutlich höher. Natürlich mit der Begründung, dass Festangestellte einen Vorteil haben, weil sie dann später Abfindungen und so weiter bekommen können, was Leiharbeiter nicht bekommen. Und da komme ich dann zu dem weiterführenden Forderungen von meiner Person, dass man zwar diesen Mindestlohn einführen sollte, aber ihn eben jährlich die nächsten 10 Jahre, da folge ich halt Heiner Flassbeck und auch Jens Berger in den Argumentationen, dass man ihn in den nächsten 10 Jahren um 5% pro Jahr erhöhen sollte, um dort auch das Problem des Außenhandelsdefizits oder des Überschusses, den wir haben und den Defizit, den die anderen europäischen Länder hier haben, entgegenzuwirken. Also das nur mal so als Erläuterung, was innerhalb der Piratenpartei diskutiert wird und was auch schon Beschlusslage ist. Also ein Mindest
Mindestlohn ist absolut essentiell, sonst geht uns die Mittelschicht flöten, ja, weil die internationale globale Unterbietungskonkurrenz, ja, dann die zunehmende, das wird ja vor allem in den USA diskutiert, dass also die Ersetzung von Arbeitskraft nicht nur im engeren Sinne produktiven Sektor, ja, also bei Autoproduktion sonst was, sondern auch im Dienstleistungsbereich jetzt massiv Arbeitskräfte freisetzen wird. Da brauchen wir unbedingt einen Mindestlohn, sonst endet das im Fiasko. Das Problem ist natürlich, wenn wir einen Mindestlohn haben, aber im Regal beim Verkauf Produkte nebeneinander stehen und die hier im Inland immer teurer relativ produziert werden, ja, wenn wir hier nicht irgendeine Form von Schutz sozusagen vornehmen, dann produzieren wir uns hier auch eine schöne Arbeitslosigkeit. Das steht für mich 100% fest, ja. Und dann werden eben 100% aller Fernseher in China, wird ja jetzt eh schon, aber viele andere Sachen auch produziert, ja. Und wo soll das enden? Jetzt freut sich noch die deutsche Luxuslimousinen, die Firmen, ja, die freuen sich, dass sie nach China exportieren können. In ein paar Jahren wird es umgekehrt sein. Da werden die ähnliche Autos, werden die uns hier servieren. Und wenn dann die Löhne jedes Jahr um 5% steigen, möchte ich mal sehen, wofür sich der Konsument dann entscheidet. Ja gut, also das zumindest in dem Punkt, also das sehe ich noch nicht so ganz dramatisch, denn wenn man sich mal den Lohnkostenanteil anschaut bei einem Produkt wie einem Automobil, wie einer Luxuslimousine, der ist verschwindend gering. Also ich glaube, es sind 15% sind es bei der Automobilindustrie, sollte man also jetzt nicht so hoch bewerten. Grundsätzlich, was dort vom Rudi war es, glaube ich, ne, der das Programm kurz angerissen hat. Hört sich alles ganz vernünftig an. Okay, den Mindestlohn von 9,02 Euro sehe ich persönlich als zu wenig an. Flankierend möchte ich noch darauf hinweisen, dass es dringend nötig wäre, die Hartz-IV-Sanktionen gleichzeitig noch mit abzuschaffen. Denn die sind ein Haupttriebfaktor für den Niedriglohnsektor. Um den Arbeitsmarkt wieder zu einem funktionierenden Markt zu machen, müssten diese Sanktionen zwingend wegfallen, dass halt ja, Erwerbslose auch die Möglichkeit haben, wie es ein Marktteilnehmer haben müsste, ein Angebot abzulehnen. Also die Frage ist, wie siehst du denn den Gedanken eines, dass der Staat die Rolle eines Employer of Last und auch die Zentralbank in diesem Sinne die Rolle eines Employer of Last Resort macht, also diese Functional Finance Ideen, die einen dritten Sektor schaffen, genug gibt's ja zu tun, wo das Lohnniveau ein bisschen unter dem Privatsektor liegt, vor allem wenn man dann Mindestlöhne einführen sollte, so dass im Grunde hier jeder eine Beschäftigung ja haben könnte. Gibt's dann natürlich Moral Hazard Probleme, aber die gibt's ja irgendwie überall. Die Moral Hazard Probleme sehe ich gar nicht so im Kern. Im Kern sehe ich eher das Problem, wie will man das sauber abtrennen? Also was, in welchen Sektoren soll der Staat dann auf diesem dritten Arbeitsmarkt, wie man es früher genannt hat, den zweiten Arbeitsmarkt hat man es früher genannt, wo soll er da überhaupt tätig sein? Das Problem sieht man jetzt bereits bei den 1-Euro-Jobs, dass überhaupt gar nicht garantiert werden kann, dass durch diese arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen durch reguläre Anbieter vom Markt verdrängt werden. Und da sehe ich das große Problem, wenn der Staat Löhne zahlen darf, die geringer sind als die Löhne in der privaten Wirtschaft, dass in gewissen Bereichen, nehmen wir mal beispielsweise den Landschaftsbau, wird ja immer gerne gesagt, ja, dann schickt die Erwerbslosen doch hier in die Parks, da ist eine Menge zu tun. Ja, schön, bloß dann werden natürlich private Landschaftsbaufirmen in diesem Beispiel jetzt vom Markt verdrängt und das kann man auf andere Bereiche natürlich fortsetzen, also Da sehe ich eigentlich das größere Problem. So, jetzt müssen wir aber die Piraten auf euch loslassen. Und der Erste wartet schon, das ist der Piratos am Saalmikrofon. Hallo Herr Peukert, hallo Herr Berger. Hat mich bisher sehr gefreut. Der Abend ist bisher toll gelaufen. Ich möchte gern nochmal auf einen speziellen Punkt eingehen und erhöhe da ein bisschen die Flughöhe. Die Forderung nach den zinsfreien Staatsfinanzierungen, zum Beispiel durch die EZB, ist für mich ein Zeichen einer stark umverteilten Gesellschaft.
weil der Staat im Endeffekt als Schuldner einspringen muss, um Geld zu erzeugen, damit die Wirtschaft am Laufen ist. Und diese stark umverteilte Gesellschaft deutet sich halt durch Umverteilung von Geld und Realvermögen aus. Ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, eine stark umverteilte Gesellschaft weiter am Laufen zu halten, zum Beispiel durch zinsfreie Staatsfinanzierung? Oder wäre es aus Ihrer Sicht nicht mal besser, die Reißleine zu ziehen und zum Beispiel Schuldenschnitte durchzuführen, damit diese Ungleichverteilung in der Gesellschaft wieder ein normales Maß erlangt und damit vielleicht auch eine fairere oder gerechtere Gesellschaft entsteht? Wie sehen Sie das? Gut, fangen wir an. Hatte ich ja vorhin schon was so gesagt, also den Schuldenschnitt dort, wo er zwingend nötig ist, Griechenland nehmen wir mal als Beispiel, auch bei Irland ist es so, stehe ich durchaus positiv gegenüber. Generell stehe ich dem Ganzen kritisch gegenüber, und zwar aus dem Grunde, weil ich sehe es absolut auch so, dass das halt gegen diese dieses krasse Ungleichgewicht bei der Vermögensverteilung, dass dagegen gesteuert werden muss. Aber ich würde das über das Steuersystem machen und nicht durch eine Umschuldung. Und das Thema Staatsfinanzierung wurde ja auch angesprochen. Es gibt für mich keinen plausiblen Grund, warum Staaten sich über die Märkte finanzieren müssen. Dafür wäre die EZB wie geschaffen. Zumal das Ganze dann natürlich auch politisch kontrollierbar wäre und auch politisch kontrolliert werden müsste. Und dass Staaten sich momentan, dass ein Staat wie Spanien sich beispielsweise für 6% Geld an den Märkten leihen muss, das halte ich eigentlich für ein Unding. Ja, das ist natürlich ziemlicher Blödsinn, wenn man sagt, die EZB soll das nicht direkt aufkaufen, weil das ist Staatsfinanzierung und das fördert die Inflation und was weiß ich nicht, was noch alles. Und dann kann man sich ja fragen, was ist es denn anderes, wenn die EZB an eine Geschäftsbank Geld ausleiht, die praktisch überhaupt keine Sicherheiten mehr bieten kann. Und für 0,5 geben sie es raus und für 6%, wie eben schon von Jens Berger erwähnt, kaufen die dann die Staatsanleihen. Das ist ja immerhin eine paar hundertprozentige Gewinnspanne. Und wenn sie dann frisches Geld brauchen, um sich neue zu kaufen, dann nehmen sie diese Staatsanleihen und hinterlegen die bei der EZB, um wieder an das Geld ranzukommen. Das ist ja im Grunde ein ideales Ponzi-Schema, bei dem blöderweise der spanische Steuerzahler der Dumme an der Angelegenheit ist, ja. Das ist klar. Das Problem, wenn die Zentralbank direkt die Kredite an den oder das Geld, ja, das kann ja, könnte die Zentralbank ja kostenlos und ohne Tilgung und ohne Zins könnte sie das ja an die Regierung geben, dass hier natürlich man aufpassen muss, dass das nicht ausgenutzt wurde. Und diese komische Umwegkonstruktion hatte historisch ja die Erfahrung, die man zum Beispiel häufiger, ja, also was weiß ich, vor 23 und so gemacht hat, um das zu verhindern, dass das also so eine Art Selbstbedienungsladen wird, ja. Und da muss man halt aufpassen, aber aufpassen muss man andererseits ja sowieso immer. Ja, vollkommen richtig. Also prinzipiell das System, also dass die Märkte oder das Privatbürger im Endeffekt den Staat finanzieren, stammt natürlich noch aus Zeiten des Goldstandards, denn der Staat konnte zwar alles, aber er konnte nicht wie die Alchemisten Gold aus Blei Gold machen. Und das Staatsfinanzierungssystem, das ist einfach noch gar nicht auf das Fiat-Money-System implementiert worden. Und ja, das wird sicherlich eine Aufgabe der nächsten Jahrzehnte sein, da mal ein bisschen weiter zu denken. Kurze Nachfrage und ein kurzes Statement. Sie sind jetzt beide der Umverteilung ein bisschen aus dem Weg gegangen und dem, sage ich mal, der Probleme. Sehen Sie denn grundsätzlich Probleme in einer umverteilten Gesellschaft? Weil es kam jetzt gerade nicht so vor. Doch, und, das habe ich doch gesagt. Ganz kurz noch zu Herrn Berger. Die Idee mit der Fiskalmöglichkeit, also dass man über Steuern der Umverteilung entgegenwirkt, ist, glaube ich, aus meiner Sicht zu spät. Wir haben ein so großes Problem, dass wir aus meiner Sicht eine sehr schnelle Lösung brauchen. Und ich kann mir eigentlich keine Fiskalpolitik vorstellen, die diese Umverteilung, die zum Beispiel einen Schuldenschnitt durchführen würde, schaffen könnte, ohne dass er genauso wirkt wie ein Schuldenschnitt. Also 100% Steuer zum Beispiel. Warum denn nicht? Also beispielsweise eine Vermögensabgabe in Form, wie es, ich glaube, 48 war es, ne, mit den Lastenausgleichsgesetzen gemacht wurde. Das ganze Geld, das muss ja auch nicht, ich meine, das geht natürlich ein heilloses Tuvabo, wenn das ganze Geld sofort aufgebracht werden müsste, die Lastenausgleichsgesetze. Könnt ihr ja mal in die Wikipedia gucken, wie das genau damals gemacht wurde. Das Geld stand sofort zur Verfügung, aber es musste von den zu Besteuernden, konnte es langfristig abgestottert werden.
was Ähnliches schlagen die Grünen ja auch in weitaus geringerem Maße vor bei ihrer Vermögensabgabe. Und selbstverständlich wäre das eine Möglichkeit. Die Vermögensabgabe der Grünen ist im Grunde eine Peanuts-Aktion, jetzt mal banktechnisch technisch gesprochen, ja, weil die ja praktisch nur 100 Milliarden einziehen wollen. Und das ist ja nun irgendwo geschenkt, kann man fast sagen, ja. Und die SPD, die hat ja gerade wieder hinterher im Geleitzug, ja. Und da hat der Steinbrück aber den Unternehmern, als er da neulich aufgetreten ist, beim BDU oder wo das war, hat er ja gesagt, keine Angst, Freunde, es gibt keine Substanzbesteuerung. Das heißt, es geht nicht ans Eingemachte. Das Problem, wenn man so etwas macht, ist natürlich, dass die oberen 10% ihre Interessen sehr genau wahrzunehmen wissen. Und so wie in Zypern, Griechenland und in anderen Ländern und früher damals schon Argentinien, ganz genau also versuchen werden, sich dem zu entziehen. Das heißt, wir müssten im Grunde von heute auf morgen Kapitalverkehrskontrollen machen, ja. Und da möchte ich mal sehen, wie es funktioniert. Ich halte es aber absolut für dringend notwendig. Das ist außer Frage. Ja, hallo. Wir haben es schon mal angesprochen. Ich glaube, Herr Polkert hat es angesprochen, das Thema Geldschöpfungslenkung oder Kreditlenkung. Vielleicht nochmal an beide die Frage oder vor allem erstmal an Herrn Berger. Wie findet er die Idee, dass man Banken vorgibt, für was sie Geld schöpfen dürfen? Also sprich, dass man sagt, okay, Geschäftsbanken, ihr dürft nur noch für realwirtschaftliche Kredite Geld schöpfen und eben nicht mehr für Finanzinvestitionen oder generell für den Erwerb von Vermögen. Was haltet ihr von der Idee? Könnte man das vielleicht auch umsetzen? Das hatte ich vorhin schon angesprochen. Ich bin ein absoluter Befürworter dieser Idee und halte das für dringend nötig. Also im Rahmen halt dieses Trennbankensystems und dass Geschäftsbanken allgemein auch keine Finanzkredite vergeben dürfen. Wer einen Aktienkredit beispielsweise braucht, der soll den irgendwo anders herbekommen, aber bitte nicht von einer Geschäftsbank. Und halt wenn wir ein Trennbankensystem hätten, bei dem die Geschäftsbanken stark reguliert sind, dann hätten wir diese ganzen Probleme nicht. Also ich stimme dem absolut zu. Ja, ich sehe das ja genauso. Das ist natürlich eine herbe Nummer. Das wäre also eine sehr, sehr radikale Umstellung, die weit über das hinausgeht, was auch im Likan-Bericht in der radikaleren Version dort diskutiert wird. Ja, aber es ist absolut richtig. Ich meine, es wäre eine vollkommene Umstellung des Finanzsystems, ja. Und wäre sinnvoll, klar. Vielleicht kurz, um Missverständnisse auszuräumen. Für mich beinhaltet ein Trennbanksystem nicht, dass die Investmentbanken irgendwie weiter nicht irgendwie an einem EZB-Mindestreservetropf hängen und somit weiterhin noch alle anderen Kredite nicht schöpfen könnten. Also sprich, ich würde vorschlagen, es komplett zu verbieten, wenn man sozusagen ein Mindestreservesystem hat, dass diese Banken eben Kredite für diese eben schlechten Zwecke überhaupt schöpfen dürfen. Also dass auch keine Investmentbank mehr Geldschöpfungs betreiben darf und damit Aktiva kauft. Okay, also wenn die Investmentbanken vom EZB-Topf oder vom FED-Topf abgeschnitten wären, dann könnten sie ja kein Geld mehr schöpfen. Außer sie würden sich auf irgendeinen Umweg über das Geschäftsbankensystem Geld leihen. Aber das sagte ich ja, dass Geschäftsbanken diese Art von Krediten nicht nach meinem Vorschlag nicht vergeben dürfen. Meiner Meinung nach ist es aber so, wenn's Kind spielt, ist es gesund. Das heißt, wir können das wie einige andere Sachen, Alkoholismus, also Alkohol oder so, ähnlich verhindern. Investmentbanken soll's von mir aus geben. Aber die dürfen eben nicht sowas haben wie Einlagensicherung und so. Und wenn Leute meinen, sie sollten als private Investoren oder sonst was Geld reintun, was sie auch zu 100% verlieren können, dann sollen sie es meiner Meinung nach gerne machen. Kein Problem. Das darf natürlich nicht solche Dimensionen annehmen, wie damals bei LTCM, ja, wo dann praktisch der amerikanische Präsident eine Telefonkonferenz veranstaltet, um dann mal 50, 60 Milliarden aufzutreiben, damit das Finanzsystem nicht zusammenbricht. Richtig. Wir haben ja beispielsweise, sieht man das in der USA bei den Hedgefonds, da darf beispielsweise ein Privatbürger nur dann Anteile eines Hedgefonds erwerben, wenn er nachweisen kann, dass er meines Wissens 1 Million US-Dollar frei verfügbares Anlagevermögen hat. Nur dann darf er sich Anteile kaufen. Das wäre eine strenge Regulierung für Investmentbanken, die möglich wäre.
Das Problem der Hedgefonds ist ja vor allen Dingen, dass sie so extrem gehebelt sind. Und das ist natürlich ein Problem, dass sie direkt oder indirekt Zugang zu den Zentralbankfenstern haben. Und das müsste unterbunden werden. Dann wäre eine Hebelung nicht mehr möglich. Dann würde, wenn es wirklich stringent durchgeführt würde, würden sie nur noch mit Eigenkapital arbeiten und dann dürfen sie meinetwegen da auch spekulieren und gegeneinander Wetten abschließen auf den Dollarkurs oder was weiß ich. Das stört dann keinen mehr. Das war ein Thema, was wir vor 5 Minuten ungefähr besprochen hatten. Und Herr Polkert, Sie haben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, so geäußert, dass Sie eine Gefahr sehen, wenn die Staatsfinanzierung geändert wird, also von dem jetzigen System hin zu einem Finanzierungssystem über die Zentralbanken, egal welche, EZB, Bundesbank oder sonst irgendwie, dass dort die Gefahr einer eventuellen Inflation, so wie wir es ja mal vor oder im letzten Jahrhundert hatten, dort besteht. Und ich habe, also das ist erstmal der eine Punkt, und ich habe mal eine Alternative formuliert, auch innerhalb unserer AG hier, in der AG Geldordnung, indem ich gesagt habe, vor dem Hintergrund der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und der Saldenmechanik, wir wissen ja, es gibt halt die grob gesagt 4 Sektoren, die privaten Haushalte, die Unternehmen, der Staat und das Ausland. Und man könnte doch jährlich ausrechnen, wo die Defizite sind und dann im Folgejahr entscheiden, okay, wir haben halt so und so viel Milliarden in privaten Haushalten, die gespart haben, so und so viel Milliarden bei den Unternehmen, so und so viel Milliarden, die das Ausland sich verschuldet hat. Und die Differenz von diesen 3 Sektoren, das dürfte dann der Staat als Schulden aufnehmen. Das würde ich auch formulieren als Alternative zur jetzigen grundgesetzlichen Schuldenbremse. Und diese Summe ist halt das Maximum, was der Staat bekommt, dann eben von der EZB oder von der Bundesbank oder wie auch immer. Und mehr geht nicht. Und wenn Sie mehr brauchen, weil Sie mehr Ausgaben haben, als Sie Einnahmen haben, dann müssen Sie es halt über Steuern regeln. Könnten Sie mir folgen in der Argumentation und könnten Sie auch sagen, ja, das wäre ein Weg, um auch das sogenannte Problem der Staatsschulden zu lösen? Also ich muss mir das mal durchdenken, ja. Und das lag jetzt nicht an der Beschreibung, sondern dass ich hier schon 10 Stunden Uni hinter mir habe. Da ist der Kopf für kreative neue Ideen vielleicht nicht mehr so zugänglich. Gibt es da was schriftlich zu, dass man sich's mal anschauen kann? Ja, ich sehe da ganz spontan gerade eben einen kleinen Widerspruch. Und zwar, Sie sagten ja, dass das Geld, was vom Privatsektor und von den Unternehmen angespart wird, dass das der Staat als Kredit aufnehmen darf. Aber über die EZB haben wir natürlich das Problem, dann würden wieder das gesparte Geld würde dann natürlich wieder ja als Angebot ohne Nachfrage, würde es durch den Orkus schweben und irgendwelche Anlageziele suchen, die wenn die Realwirtschaft nicht läuft, dann höchstwahrscheinlich wieder im Casino enden. Das ist natürlich auch das Problem dieser EZB-Staatsfinanzierung, die ich vorschlage. Da muss man irgendeine Lösung finden, wie man halt die Spargroschen abzapfen kann. Denn das größte Problem einer Staatsfinanzierung über die EZB sind natürlich auch, jetzt neben der Vermögensverteilung, sind natürlich auch die privaten Altersvorsorgesysteme. Das darf man nicht ausblenden, denn also der Staat leiht sich dazu Geld natürlich nicht nur von bösen Banken und superreichen Individuen, sondern ein Großteil der Staatsfinanzierung geht natürlich auch indirekt über Lebensversicherungen, über Pensionsfonds etc. pp. Und da muss man sich natürlich Gedanken machen. Ich meine, ich bin ein grundsätzlich sowieso ja bekannterweise ein Gegner dieser privaten Altersvorsorgesysteme. Und da müsste man sich dann in der Tat Gedanken machen, wie die Spargroschen fürs Alter, die durch solche privaten Institutionen verwaltet werden, wie die denn ein Anlageziel finden, wenn der Staat als Schuldner ausfällt. Ich bin da voll bei Ihnen, Herr Berger.
Ich sehe das genauso kritisch, habe dann aber für mich persönlich halt als Gegenvorschlag die vorhandenen Ansparungen in Rentenversicherung, Riester-Rente, Lebensversicherung und sonst irgendwie sollten halt einfach umgewandelt werden in Rentenentgeltpunkte der gesetzlichen Rentenversicherung. Wer es denn will, wer nicht will, kann weiterhin das Zocken machen über die Versicherung, aber wer es will, kann es halt umwandeln und wir sollten, und da bin ich voll bei Ihnen, weg von der privaten Versicherung hin wieder zur Umlage gesicherten Rente, denn das ist das beste System, was jemals erfunden wurde. Ich wollte nur noch kurz anmerken, dass ich dann Ihnen beiden persönlich jetzt übers Mumble jetzt noch schnell den Link zu dem, was ich da formuliert und ausgearbeitet habe, nochmal schicke. Dankeschön. Das hat mich jetzt nochmal auf einen Punkt gebracht. Sowohl Dieter Wermuth als auch Dirk Müller haben in verschiedenen Varianten, Richard Werner sowieso, die EZB als Verschiebebahnhof ins Spiel gebracht, um die Mittel frei zu bekommen, die im Augenblick bei den Kapitalsammelstellen in Staatsanleihen zum Beispiel geparkt sind und dann nicht irgendwie losgeeist werden können. Auch Dieter Wermuth vom Blog Herdentrieb, der Zeitwirtschaftsblog, hat gesagt, dass wir ungefähr mit mindestens 1 Billion faulen Krediten hier im Eurosystem zu tun haben und wir werden das nur, wie gesagt, lösen können, wenn die EZB das irgendwie temporär aufnimmt oder diese Problematik löst. Wie stehen Sie zu dieser Problematik, EZB, also Notenbank, für so etwas zu benutzen, wenn Asmussen ja immer deutlich gemacht hat in der Podiumsdiskussion mit Werner, it gives no free lunch? Grundsätzlich bin ich sehr dafür. Das Problem, was ich mit Werners Vorschlag habe, ist, dass er ja die Meinung vertritt, dass das Ganze zum 100%igen Nennwert aufgekauft werden sollte. Und das ist für mich nun ja in der Tat nicht nur ein Free Lunch, sondern auch ein Moral Hazard der ersten Kategorie. Ich stehe immer noch grundsätzlich dazu, dass der Investor auch das Ausfallrisiko tragen muss. Und sofern das in einem vernünftigen Rahmen bleibt, also in einem vernünftigen Rahmen jetzt in dem Kontext, dass das keine makroökonomischen Folgen nach sich zieht, dann muss natürlich auch der Gläubiger im Endeffekt haften für faule Kredite. Ich habe allerdings auch Probleme mit solchen Zahlenangaben wie dieser 1 Billion. Denn was ein fauler Kredit ist und was nicht. Das ist ja auch hauptsächlich davon abhängig, wie sich die Realwirtschaft entwickelt. Und das ist momentan überhaupt noch nicht abzusehen. Wenn die Austeritätspolitik beispielsweise weiterverfolgt wird, dann wird die Zahl der faulen Kredite unweigerlich steigen. Sollte es aus irgendwelchen Gründen auch immer, mal rein hypothetisch, sollte die Konjunktur in der EU-Zone, in der Eurozone, vor allem in den Peripheriestaaten, jetzt sofort wieder anspringen und wir wieder vernünftige Wachstumsraten haben, dann wird sich ein Großteil der Kredite, die momentan als faul eingeordnet werden, dann dennoch als liquide erweisen. Also das ist für mich sehr spekulativ, diese Angabe. Das ist schon richtig. Aber man kann sagen, jetzt mal unabhängig von der Konjunkturentwicklung, ob die sich dann wieder ein bisschen berappelt, dass da schon eine saftige Nummer ist, die da in den Bad Banks drin ist. Ja, gibt's ja auch von Lesico, die haben da so eine Zusammenstellung und so. Das ist schon eine ganze Menge. Die Geschichte ist natürlich, wenn die EZB jetzt was aufkauft und das nicht sozusagen in so eine Art Urknallgeschichte, also 10 hoch minus 33 oder wie viel Sekunden macht, dann werden natürlich die Nennwerte sofort bald wieder auf 100 sein. Wenn man das ankündigt, einen Tag später steigen die. Also man muss das entweder auf einen Streich machen oder zu einem Stichtag. Schwierig. Ich meine, die EZB könnte natürlich zum Beispiel bei der Staatsverschuldung, sie würde einfach sehr, sehr viele dieser Staatsanleihen aufkaufen und macht dann den großen Ofen auf und schmeißt sie rein. Und dann ist halt für 10, 20 Jahre die Seniorage weg. Aber lieber pro Jahr 3 Milliarden weniger als meinetwegen über ein ESM mit 190 Milliarden als Startkapital sozusagen oder Haftungskapital ins Rennen zu gehen, ja. Ja, bei den Staatsanleihen bin ich doch ganz bei Ihnen, aber was ist mit den ganzen toxischen Papieren, wenn man die zu 100% Nennwert auslösen würde durch die EZB, dann hätten wir in Spanien jetzt wieder Immobilienpreise wie zum Hochpunkt der Immobilienblase und das kann es ja auch nicht sein, zumal ich da auch wirklich das Gerechtigkeitsproblem sehe, da
dadurch ja gerade eben auch die Fonds und Geldinstitute wieder rausgehauen wären, ohne dass deren Gläubiger, ohne dass deren Besitzer auch nur einen einzigen Cent Lehrgeld bezahlen müssten. Und das kann es nicht sein. Absolut, ja, sehe ich. Ich habe zwei Sachen, die ich gerne reinbringen möchte. Einmal eine historische Rückbesinnung auf die Finanzierung des französischen Staates bis 1973. Bis zum Loire-Rothschild-Pompidou, Giscard-Pompidou, auch bekannt als Loire-Rothschild, hat sich der französische Staat ja über die Banque de France direkt finanziert zu sehr niedrigen Zinssätzen, aber auch eben unter der Kontrolle, unter der Ausgabenkontrolle der Banque de France. Und das hat im Zusammenspiel doch dafür gesorgt, dass der Sozialstandort Frankreich das absolute Vorbild für ganz Europa war und das über eine sehr, sehr lange Zeit hinweg. Das finde ich eine interessante historische Betrachtung, einfach um mal zu sehen, wie hat es denn schon mal funktioniert im wirklich großen Stile. Das ist ein Aspekt, den ich reinbringen wollte in die Diskussion. Die andere ist die Frage, und zwar konkret, wie ist denn im momentanen Kontext der Handelsbilanzkrise und der möglichen Lösung dieser Target-Krise die Vorschläge von Professor Flassbeck, der diese Anpassung über 20 Jahre vorschlägt, und der Vorschlag von Professor Hankel zu sehen. Was ist da Ihre Meinung? Vielleicht zunächst mal zur französischen Geschichte. Ich muss da wirtschaftshistorisch passen, weiß nicht genau, wie das lief. Nur ich könnte mir vorstellen, also jetzt mal so ein bisschen Wasser in den Wein, dass damals hatten wir ein Vorläufersystem oder schon den Vorläufersystem vom EWS, glaube ich, die Schlange. Und da ist es ja so gewesen, dass über die Ausgleichszahlungen, wenn dieses Paritätengitter verlassen wurde, dass also dadurch die Bundesbank im Grunde den anderen Ländern die Geldpolitik vorgeschrieben hat, ja. Und insofern kann ich mir da vorstellen, dass da eine automatische Kontrollfunktion gegeben war, ja. Weiß ich aber nicht genau. Will da auch nicht ausschließen, dass das super funktioniert hat, ja. Bei Flassbeck, was schlägt er da vor? Ich kenne nur seine Sache mit der fixe Wechselkurse, stufenflexibel im Rahmen der realen Wechselkursfixierung, ja. Oder was schlägt er da jetzt als Entwicklungsgeschichte vor? Flassbecks Kernidee ist es, die Lohnkosten in Deutschland nach oben zu regeln und in den anderen Ländern sanft nach unten anzupassen, dass die Verwerfungen, die jetzt entstanden sind im Rahmen der Target-Krise, schrittweise gelöst werden können. Und ganz konkret schlägt er eine Anpassung über 20 Jahre vor. Über den Zeitraum müssten die Löhne in Deutschland durchschnittlich um 4,5% pro Jahr für die nächsten 10 Jahre mindestens und dann nochmal 10 Jahre weiter, um den Ausgleich in der Außenhandelsbilanz erreichen zu können, steigen. Das ist der konkrete Vorschlag von Flassbeck, und der von Hankel bezieht sich auf die Wiedereinführung der nationalen oder regionalen Währungen und den Euro als Verrechnungseinheit nach außen, als Art Papiergold zu erhalten. Also dieser Vorschlag, dass über so lange Zeiträume, ist ja schon verdammt lange Zeit, was da geplant wird, wenn die Löhne in Deutschland so steigen würden, ich glaube, wenn es nur Europa auf der Welt gäbe, kein Problem eventuell, ja. Aber so, glaube ich, würden wir uns aus den Märkten rauskonkurrenzieren. Ist einfach mal so ein Gefühl, ja. Weil die Lohnstückkosten, die würden, ich glaube, die würden hochgehen. Und viele andere Länder können auch gute Sachen mittlerweile herstellen, ja. Also insofern weiß ich nicht so recht, ob das so die Lösung wäre. Ich glaube, die Gewerkschaften wären mit die ersten, die dann da Stirnrunzel kriegen würden. Weiß ich, wie siehst du das jetzt? Och, ich sehe das aus dem Grund nicht so problematisch, da wir natürlich die Lohnsteigerungen ja auch die Binnenkonjunktur ankurbeln würden und die Binnenkonjunktur eine Menge von dem abfangen würden, die der Exportsektor durch diese Lohnsteigerungen
einbüßen würde. Außerdem, wie gesagt, Deutschland exportiert ja nun nicht unbedingt Billigprodukte, sondern größtenteils Produkte, bei denen der Lohnkostenanteil ohnehin sehr gering ist. Und wenn man sich so eine Konzerne wie VW anschaut, die da schlagen solche Sachen wie beispielsweise wie die Vorsorge für Wechselkursschwankungen, schlagen da unter Umständen momentan weitaus höher zu Buche als die Lohnsteigerung. Wie gesagt, beim Lohnkostenanteil von 15%, das darf man ja nicht vergessen. Ja, okay, aber nehmen wir doch mal IT. Das würde dann, könnte ich mir vorstellen, dass im Dienstleistungsbereich dann unheimlich viel outgesourced wird. Und die Produkte, die wir hier, die Binnenkonjunktur wird angeregt. Ja, wunderbar. Aber vielleicht durch Produkte, die aus dem Ausland importiert wurden, wenn man da nichts gegen machen würde. Naja, also grundsätzlich ist es vollkommen klar, um das Außenhandelsbilanz wieder gerade zu ziehen, müssen wir unweigerlich mehr importieren und unter Umständen auch ein bisschen weniger exportieren. Und das sehe ich eigentlich generell schon als den richtigen Weg an. Das Problem, das ich mit Flassbeck habe, mit Flassbecks Vorschlag habe, ist ein anderes. Das ist eine rein deskriptive Betrachtung. Der Staat kann die Löhne nicht direkt steuern. Wie sollte er? Das ist Sache der Tarifpartner. Was er machen könnte, ist durch einen Mindestlohn, durch die Einführung eines Mindestlohns und durch den Wegfall anderer Gesetze, den Niedriglohnsektor ein wenig einzudämmen. Das würde schon mal viel helfen, aber dass er eine Politik machen kann, die jetzt eine Punktlandung mit Lohnsteigerungen von 4,5% hinbekommt, wie soll das gehen? Eine andere Möglichkeit, die es da noch gäbe, die hatte mein Kollege Albrecht Müller neulich mal in den Raum geworfen, das wäre eine Export-Umsatzsteuer. Könnte man ja auch mal überlegen, die natürlich dann in dem Falle nicht 19% betragen muss, sondern abgestimmt wird. Man könnte sie auch auf Produkte, auf Produktkategorien abstimmen, aber das wäre ein anderer Ansatz, um die Handelsbilanzdefizite, das war ja die ursprüngliche Frage, um die wieder innerhalb der Eurozone gerade zu rücken. Das hatten wir ja auch schon mal in der Geschichte, diese Exportbesteuerung. Ich meine, klar, wir haben hier Tarifautonomie und das ist uns wohl all nicht, wäre nicht dran gelegen, das jetzt irgendwie diktatorial den Tarifvertragsparteien da so anzunehmen. Auf der anderen Seite hat es ja immer sowas wie konzertierte Aktionen Globalsteuerung gegeben. Aber so hoffnungsfroh sollte einen das auch nicht stimmen lassen. Uns ist halt problematisch, wenn man eine Marschrichtung über 10, 15 Jahre vorgibt. Ja, ich meine, das passiert so viel von heute auf morgen. Das ist wohl schwierig, dann gerade einen Linealstrich zu machen. Also grundsätzlich die Analyse, also was jetzt seit Einführung des Euros sich auseinanderentwickelt hat, dass sich das in der nächsten Zeit wieder aufeinander zuentwickeln muss, ist ja nicht falsch. Muss man sich natürlich dann die Frage stellen, ob zu Beginn des Euros, ob die Währungen realistisch eingeschätzt wurden. Das ist ja nicht der Fall. Die D-Mark ist ja viel zu schwach in den Euro reingegangen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das ist in einer Marktwirtschaft, ist das Ganze ohnehin keine Stellschraube, die der Staat so stellen kann. Ja, wie ist die Situation in der Europäischen Union? Haben wir da ein Chicken Game, wo die Leute, also die Regierungschefs der einzelnen Länder beim Europäischen Rat in den nächtlichen Verhandlungen wie bei einer Pokerrunde aufeinander zufahren und man jeweils ausreizt, wie weit ist der andere bereit zu gehen, wo ist seine Schmerzgrenze? Weil wir haben am Anfang ja schon mal festgestellt, die Interessengemeinschaft reicht immer so weit, dass man die Währungsunion gerade so aufrechterhalten tut. Man aber im Großen und Ganzen gemerkt hat während dieser Krise, dass die Interessen doch unterschiedlich sind der einzelnen Länder. Wie kommt man aus dieser, was ist das eigentlich für eine Situation? Das ist eine spieltheoretische Situation. Wir haben ja diese legendäre Nachtsitzung gehabt von Merkel und Monti, wo der Monti strahlend rauskommt, er hat gewonnen, und die Merkel am nächsten Morgen dann, am Nacht hat sie nichts mehr gesagt, nee, der hat nicht gewonnen, ich habe mich durchgesetzt. Wird das so weitergehen? Was ist Ihr Gefühl dafür? Also die Strategie, die Frau Merkel dort momentan verfolgt, die ist mir persönlich überhaupt gar nicht einsichtlich. Also
Man sagt natürlich immer klar, dass sie die Interessen der deutschen Exportwirtschaft, die Interessen der Märkte, der Banken vertreten würde. Ist sicherlich so, klar. Aber auch vor allen Dingen die deutsche Wirtschaft und die deutschen Banken können auch kein Interesse daran haben, dass ganz Südeuropa vor die Hunde geht. Und das wäre eigentlich die zu erwartende Folge, wenn nicht schnellstens am Kurs irgendetwas geändert wird. Daher habe ich da keine wirkliche Antwort drauf. Und wann sich das Ganze ändern wird und wie sich das Ganze ändern wird, da ist für mich die ja wenig optimistisch stimmende Prognose, ist die dann, wenn in Südeuropa den Regierungen ihr ganzer Laden um die Ohren fliegt, dann werden die Leute auf die Straße gehen. Wie das Ganze ausgehen wird, das kann man natürlich nicht voraussagen. Aber ich persönlich bin da sehr pessimistisch, dass wir da ja auf ein gemeinsames, auf ein demokratisches und auf ein friedliches Europa zusteuern werden. Helge, noch eine Zwischenbemerkung. Wird die Währungsunion und das Schicksal des Euros in Deutschland und durch die deutsche Regierungspolitik entschieden? Ganz ehrlich gesagt, keine Ahnung. Jeder Tag kann hier in eine völlig andere Richtung führen. Natürlich spielt die Bundesrepublik wegen ihrer Größe halt eine zentrale Rolle, ja. Was uns natürlich als Sozialwissenschaftler etwas betrübt und gleichzeitig doch auch immer am Ball hält, ist das Problem, dass man eben keine politökonomisch stringente These über die Logik und sei es eine verdeckte oder eine implizite Funktionalität bei diesem ganzen Quatsch, der da passiert, herausdestillieren kann. Ja, das ist ja wirklich schwierig. Man kann nicht so eine einfache Capturing-These nehmen. Man kann sagen, ja gut, die handeln im Interesse ihrer jeweiligen nationalen Champions, ob das nur Automobilindustrie oder Finanzbereich oder weiß der Teufel was ist, ja. Auf der anderen Seite sind die Großkonzerne und vor allem auch die transnational aufgestellten Finanzinstitute daran interessiert, dass der Flickenteppich in Europa weg ist. Deswegen findet die Deutsche Bank das prima, wenn endlich mal hier einheitliche Regeln gelten und man den europäischen Pass kriegt, ja, dass man sich nicht überall anmelden muss, sondern das in Großbritannien macht und Deutschland da nichts dagegen machen kann. Insofern ist das ein Durcheinander, was einen irgendwie auch irritiert, weil man ja da so gerne eine Logik reinkriegen würde, ja? Ja, schönen guten Abend, Helga. Harald Wosniewski hier. Und meine Frage an den Jens. Jens, von dir habe ich vorhin gehört, die Zentralbank würde billiges Geld zu Niedrigzinsen den Kreditinstituten zur Verfügung stellen. Aber diese Kreditinstitute würden diese Gelder nicht weiterreichen. Das hört man zwar in den Medien allenthalben, aber tatsächlich ist es so, dass bis Ende Mai diesen Jahres die Geldmenge M1 in den letzten 12 Monaten um 12,5% zugelegt hat. Du weißt, Geldmenge M1 entsteht durch Kreditvergaben. Da stimmt irgendwas nicht. Wie kommst du auf die Behauptung, die Gelder würden nicht in die Realwirtschaft weitergegeben? Wir haben ein Geldmengenwachstum von 12,5%. Das ist enorm viel. Das ist in der Tat enorm viel. Allerdings die sämtliche Zahlen, egal ob sie jetzt von der Bundesbank, vom Statistischen Bundesamt, von den statistischen Ämtern der Eurostaaten oder von der EZB kommen, besagen, dass die Kreditmenge rückläufig ist. Und zwar die Antwort ist die, dass weil die Einlagen ja so schlecht verzinst werden, lassen die Leute ihr Geld gewissermaßen auf Girokonten. Und praktisch M1 sind ja die Girokonten und das Bargeld. Das heißt, diese 12%, die kommen höchstwahrscheinlich aus den nicht wieder angelegten Einlagen. Das ist sehr wahrscheinlich, ja. Arne, das wäre richtig. Die Geldmenge M3 hat um 4,5% zugelegt. Das widerlegt deine These, Arne. Das widerlegt die These nicht zwingend, denn in M3 sind ja auch die ganzen Geschäfte drin der Finanzmärkte. Daher, und das wiederum sind ja nun Gelder, die von der EZB ins Bankensystem fließen und gerade eben zum Teil zumindest nicht in der Realwirtschaft landen. Und deshalb ist das jetzt kein Widerspruch. Einspruch, euer Ehren. Gerne.
Begründet? Es ist faktisch doch falsch. Okay. Nein, das ist ja die ganz interessante Frage. Landen die Kredite? Ich hatte ja vorhin schon das Argument gebracht und gesagt, Zentralbankgeld außer Bargeld kann nie bei den Nichtbanken landen, weil die keine Konten bei der Zentralbank haben. Deshalb, es ist immer Geldschöpfung des Geschäftsbankensektors, der Kredite an die Nichtbanken gibt. Und von daher gesehen ist praktisch diese Entkopplung durch die Systeme, die ist ja schon ganz entscheidend und muss in die Interpretation mit einbezogen werden. Und was jetzt das Geldmengenwachstum hat, M3 enthält ja auch die Geldmarktpapiere. Und die Geldmarktpapiere, könnte man sagen, ist das Geld der Geschäftsbanken. Das heißt, wenn dieser größere Geldmarktbegriff oder dieses größere Aggregat M3 wächst, dann könnte das nur darauf schließen, dass unter Umständen zwischen den Banken im Interbankenmarkt beziehungsweise im Finanzsektor die Geldmenge gestiegen ist, aber nicht in Bezug auf die Realwirtschaft oder auch Nichtbanken im engeren Sinne. Ja, erstmal finde ich es toll, dass Sie so viele Fragen hier beantworten, und das ist geht ja schon ganz schön ins Detail. Das finde ich richtig schwierig teilweise, da überhaupt zu folgen und sich zu konzentrieren. Also ich versuche jetzt mal eine ganz einfache Frage zu stellen, so als Entspannung. Ich weiß nicht, ob die wirklich so einfach ist. Und die geht an beide. Also wenn Sie sich einfach nochmal zurückversetzen, wir wären in der Situation in Europa, dass wir noch vor dem Euro wären, hätten also den ECU, und Sie dürften jetzt einen Vorschlag machen, wie der Währungsraum in Europa optimal zu gestalten sei. Würden Sie dann wieder sowas wie den Euro vorschlagen oder es doch ein bisschen anders machen? Und was würden Sie dann vorschlagen? Naja, also ich finde, der Euro ist hat zumindest einen großen Pluspunkt neben der Tatsache, dass er die Transaktionskosten irgendwie senkt. Und dieser Pluspunkt besteht darin, dass zwischen einer ganzen Anzahl über einem Dutzend Währungen jetzt keine Spekulation mehr möglich ist, ja. Und dass Herr Soros damit auf jeden Fall kein Geld mehr verdienen kann, was er dann freundlicherweise Einet oder der Open Society in Osteuropa zur Verfügung stellt. Aber der britische Steuerzahler wird es wohl doch problematisch finden. Also insofern finde ich das schon mal okay mit dem Euro. Und das Gegenargument, was ja von links und rechts so gebracht wird, ja, der Wechselkurs, der war doch der große Puffer sozusagen, um hier eine teilautonome Wirtschafts- und Finanzpolitik zu betreiben. Das stimmt ja so nicht. Wenn man die und deswegen wird das ja auch riesig überschätzt, die Wirkungsmächtigkeit, inklusive Streeck und was weiß ich nicht, wer noch, von denen, die noch nicht erwähnt wurden. Weil wenn ich diese sogenannten vier Freiheiten habe, ja, und das haben ja auch die viele Länder erfahren, dass es dann mit ihrer Wechselkursherrlichkeit als Abpufferungsmechanismus dahin ist. Und das ist ja auch ein Grund gewesen, warum die im Euro überhaupt beigetreten sind. Also das sind mal so zwei Punkte, die da pro Euro sind. Und die Frage ist ja auch, ob es wirklich so ist, dass wenn man den Euro hat, man dann die Wirtschafts- und Sozialsysteme und was weiß ich nicht alles wegen des Euro harmonisieren muss, ja, ist ja die Frage. Wenn die Länder eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik betrieben hätten und wenn man sich ausnahmsweise an die Maastricht-Kriterien, wie sinnvoll die auch immer sind, gehalten hätte, ja, warum hätte das nicht funktionieren sollen, weiß ich auch nicht so richtig. Ja, also jetzt die Maastricht-Kriterien würde ich da jetzt nicht als Beispiel nehmen, denn nehmen wir beispielsweise Italien, nehmen wir Spanien, nehmen wir Irland, deren Krise hat ja nun nichts mit den Maastricht-Kriterien zu tun. Grundsätzlich bin ich aber ganz bei dem Helge, denn also der Euro hat eine Menge Vorteile, die wurden ja alle schon jetzt genannt. Grundsätzlich war das Ganze eine richtige Entscheidung. Allerdings hätte man sich darüber im Klaren sein müssen. Und wenn man jetzt in der Zeit zurückreisen würde,
Na gut, das bringe ich mal zum Schluss. Also man hätte beispielsweise, also man hätte den Euro durch eine echte Finanz- und Wirtschaftsunion ergänzen müssen, mit einer gemeinsam koordinierten Politik, sprich mit mehr Europa und mit weniger Nationalstaat. Man hätte auch die Macht der Nationalbanken einschränken müssen und die EZB, wie ich es vorhin schon erläutert habe, zu einer politischen echten Zentralbank machen müssen. Man hätte sich Gedanken machen müssen, was passiert, wenn es bei bestimmten Staatsanleihen irgendwann mal zu Problemen kommt und so weiter und so fort. Eine ganze lange Liste. Im Nachhinein ist man immer schlauer, das ist klar. Bloß, wie gesagt, wenn man sich jetzt die Frage stellt, was man machen würde, wenn man in der Zeit zurückreisen würde, da könnte man eigentlich nur die Punkte ansprechen, die mit dem Wissensstand von damals bereits auch von einigen Politikern, beispielsweise von Oskar Lafontaine und von seinem damaligen Staatssekretär, von Heiner Flassbeck ja auch schon angesprochen wurden und damals auch nicht gehört wurden. Und ich sehe, es ist natürlich jetzt rein spekulativ, aber ich sehe da auch keine Chance, wie man sich damals hätte Gehör verschaffen können. Es ist ja auch so, dass wenn man sich die Euro-Konstruktion anguckt und die Aufstellung der EZB von der Zielsetzung und zum Beispiel, dass auf EU-Ebene keine Steuern erhoben werden und dass also die fiskalischen Ausgaben auf 1% des EU- oder Euro-BIP gedeckelt werden, ja, da zeigt sich ja, dass das Ganze in einem zeitgeistigen Rahmen stattgefunden hat, den man mal mit diesem Schlagwort Neoliberalismus umschreiben kann, ja. Man hat ja praktisch gedacht, ja, die Länder auf Last Resort Funktion, was Jens Berger schon angesprochen hat, das braucht man ja eigentlich gar nicht, weil die auf die Staaten, die deckeln wir durch so Maastricht-Kriterien, ja. Und der Privatsektor, das ist eh kein Problem, weil eine Bank wird nicht so dumm sein, an jemanden Kredit zu vergeben, von dem sie dann die Zinszahlung und die Rückzahlung des Kredits nicht erwarten kann. Das heißt, man hat hier im Grunde an effiziente Märkte gedacht. Und so konnte eben dann die Verschuldung der privaten Haushalte, aber auch der Finanzinstitutionen untereinander, konnte vor sich gehen. Ja, man hat die Augen zugemacht und hat gesagt, naja, die wissen schon am besten. Und dann haben wir noch die Ratingagenturen und was weiß ich nicht alles noch. Und die können das ja viel besser als der blöde Staat. Also insofern ist diese ganze Euro-Einführung ja hat unter einem sehr, sehr ungünstigen Deutungsgesellschafts- und Weltbild des Neoliberalismus in gewissem Sinne gestanden, ja. Und dann darf man sich da nicht wundern, wenn man jetzt dazulernen müsste. Vielen Dank erstmal. Ausblick nach vorne ist ein gutes Stichwort. Helge Polgert hat ganz am Anfang auch mal gesagt, es gibt Geldpolitik, Fiskalpolitik, aber auch es ist wichtig, in die Realwirtschaft zu gucken. Und dann wäre meine Frage dazu, also wenn wir eben jetzt in Südeuropa diese hohe Arbeitslosigkeit haben von über 25%, was schlagen Sie denn jetzt vor, durch welche Maßnahme soll denn das jetzt irgendwie behoben werden? Weil wir brauchen ja im Prinzip eine Lösung, dass nicht nur die Nachfrageseite irgendwas, dass da was passiert, sondern dass wirklich Unternehmen Arbeitsplätze schaffen. Ja, darauf hat drei Antworten. Antwort 1 Geld, Antwort 2 Geld, Antwort 3 Geld. Man muss Geld in die Hand nehmen, anders geht es nicht. Was beispielsweise jetzt in Berlin auf den Jugendarbeitslosigkeitsgipfel dort verabschiedet wurde, ist ja alles nur Blendwerk. Das Ganze muss man makroökonomisch sehen und makroökonomisch lösen sich solche Probleme, wie beispielsweise die Ausbildungssituation in den Peripheriestaaten, erst dann auch, wenn die Wirtschaft wieder anspringt. Und um die Wirtschaft wieder anspringen zu lassen, muss investiert werden, es muss Geld reingepumpt werden. Sprich, das exakte Gegenteil von Austeritätspolitik. Und da wir ja, dass ich momentan keine Wende von der Austeritätspolitik sehe, sehe ich dementsprechend auch schwarz und kann da leider nur ein pessimistisches Bild in den Raum werfen, denn mir fehlt auch ehrlich gesagt die Fantasie, dass da ein Mentalitätswechsel mittelfristig stattfinden könnte. Ja, meiner Meinung nach muss die Austeritätspolitik, die muss aufhören, ja. Das heißt nicht, dass es nicht teilweise Reformen in den Gesellschaften geben muss.
Ich kenne Griechenland ganz gut, weil meine Frau Griechin ist. Und was da im Staatsapparat teilweise gelaufen ist, ist wirklich unmöglich. Und wie sich da bestimmte Gruppen, also die Gesellschaft da, da gehören auch Ärzte und Rechtsanwälte und so weiter dazu, unter den Nagel gerissen haben, ist noch auch nicht okay. Also es gibt da sehr viele Bereiche, wo gewisse Reformen angesagt sind. Und separat davon, also Austeritätspolitik Schluss, was Reformen nicht ausschließt, und separat davon müssen die Schuldenniveaus runter. Und das geht meiner Meinung nach über einen Schuldenschnitt. Die grundsätzliche Fehlkonzeption ist ja, dass man gedacht hat, was wirklich idiotisch ist, dass man Schulden reduzieren kann, indem man eine Einkommenskompression veranstaltet. Ja, das ist natürlich unlogisch, weil wenn ich das Bruttoinlandsprodukt eines Landes senke und die Schulden aber nicht reduziere, sondern sie nur langsamer wachsen lasse im Regelfall, ja, dann wird die Differenz natürlich immer größer. Und das merken die ja nur langsam, die Herren Politiker, was ja aber Jens Berger und andere ihnen da vor ein paar Jahren schon erzählt haben. Hätten sie ja mal lesen können. Und also das ist die Fehlkonzeption, dass man einen Schuldenstand durch eine Einkommenskompression irgendwie ausgleichen will. Und ein Einzelner kann natürlich sparen und kann seine Schulden zurückzahlen. Und wie wir ja nun wissen, wollen wir jetzt kein Oberkeynesianer sein, gilt das eben nicht für eine gesamte Volkswirtschaft. Das ist die Fallacy of Composition, wie es so schön heißt. Kann ich soweit nachvollziehen, ein kleines Skepsis bleibt. Geld, Geld, Geld. Fällt mir halt jetzt erstmal ein, dass halt in den letzten 15 Jahren Spanien durch die leichte Finanzierungsmöglichkeit sehr viel in den Immobilienbereich investiert hat und wenn die Analysen stimmen, Griechenland sehr viel in den öffentlichen Bereich. Also die hatten da viel Geld bekommen und es hat irgendwie nicht funktioniert. Von daher bin ich ein bisschen skeptisch, dass das alleine ausreicht. Ich halte es aber auch für eine sinnvolle Maßnahme, aber wird es noch um was anderes ergänzen, das führe ich jetzt aber nicht aus. Danke. Und das mit den Schuldenschnitten, da stimme ich 100% ein. Da kommen wir im Grunde wieder auf die Frage, Geld für was, ja? Und dann sind wir wieder bei dieser Lenkungsgeschichte, ja? Und ja, da landet man halt immer wieder. Ich meine, ich will jetzt nicht noch eine neue Riesensache aufwerfen. Mein Problem ist, wenn wir sagen, da muss jetzt die Wirtschaft anspringen, die sollen produzieren und so weiter. Ich glaube ja, dass wir kurz vor dem ökologischen Kollaps auch stehen. Und deswegen habe ich da so auch gewisse Bedenken, ob nicht das einen falschen Lebensweg, den wir grundsätzlich eingeschlagen haben, perpetuiert. Und ob wir nicht kollektiv unter Gerechtigkeitskriterien und Wirtschaftsethik den Rückwärtsgang aus der expansiven Wachstumsgesellschaft antreten müssten, ja, das ist so eine Geschichte, die nicht bei dem von Jens Berger vorgeschlagenen Konzept so ein bisschen im Hintergrund irritiert. Ja gut, ich habe das ja ganz sehr vereinfacht, wenn wir beispielsweise mal die nötige Energiewende nehmen, wenn wir, ich fasse das mal ein bisschen weiter, eine ökologische Wende einleiten wollen. Das Ganze kostet natürlich Geld. Und das wären beispielsweise ja Projekte, die über einen solchen, ich nenne ihn mal Marshallfonds, finanzierbar wären und die, wenn das Volumen denn ausreichend ist, durchaus exakt den Impuls setzen könnten, der nötig ist, um die Konjunktur wieder zumindest aufzufangen. Also den Nachhaltigkeitsaspekt, das gefällt mir gut, dass ihr den ins Spiel gebracht habt. Das wäre ein Thema für eine weitere Sitzung. Ja, wie kriegen wir eine Versöhnung hin zwischen angebotsorientierter und nachfrageorientierter Wirtschaftspolitik, Frage A. Und wie kriegen wir irgendwie eine Verständigung zwischen Mikro- und Makroökonomen hin auf einer Meso-Ebene? Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Da muss ich jetzt lachen. Da habe ich das gleich, habe ich auch gedacht. Ich meine, die Sache ist ja die, wenn wir die klassischen Volkswirte nehmen, da wird das schwierig sein, die da aus ihren so aus ihren Denkschablonen ein bisschen rauszuholen. Ich meine, das ist ja schon komisch, dass man mit Leuten, die jetzt nicht an den Universitäten irgendwie ihr Wesen treiben, sagen wir mal, ja, dass man mit denen besser und offener über diese Fragen reden kann, als mit denen, die dafür eigentlich bezahlt werden und einen sicheren Job haben, ja.
Das ist schon ein bisschen frustrierend, dass es so ist. Und es ist ja ein Teil der Krise, dass viele so eine Krise einfach gar nicht wahrhaben wollen. Also wenn ich mir anschaue, was da teilweise bei, was weiß ich, Hayek-Gesellschaft oder auch bei klassischen Makroökonomen, was da teilweise vorgeschlagen wird, da habe ich den Eindruck, die haben in den letzten 3-4 Jahre keine Zeitung gelesen. Ich habe aber, wie gesagt, auch Kontakt mit Karl Pitz zum Beispiel, den Mann aus der Realwirtschaft, der war lange im Aufsichtsrat. Oder wenn ich an die Podiumsdiskussion zu Ehren jetzt des Eckhard Foscherau, dem BASF-Aufsichtsratsvorsitzenden, mal blicke, die haben gesagt, die haben von diesen angelsächsischen Eierköpfen gesprochen, also Makroökonomen haben sie da gemeint. Die meinen immer, innerhalb von einem halben Jahr oder einem Jahr machen die einen Plan und dann würde da irgendwie schon irgendwas in Gang gesetzt werden. Dabei muss das doch alles ganz hart, diese, sag ich mal, Fähigkeiten, um etwas produzieren zu können, so erlernt werden, diese Verdichtung, diese Lernkurveneffekte, dass das alles in Gang gesetzt wird. Das scheint mir ein Punkt zu sein, wo einfach die Männer aus der Realwirtschaft schon Argumente auf ihrer Seite haben, die ja in Deutschland irgendwie auch spürbar geworden sind. Diese ganzen mittelständischen Hidden Champions, die wir hier gebildet haben, die haben sich ja über Generationen hinweg gebildet in der Realwirtschaft. Das kann man nicht einfach durch einen Plan X mit viel, viel Geld irgendwo aufstellen. Da sind dann auch Grenzen der Makropolitik wahrscheinlich erreicht. Wären sie natürlich zur Abfederung dieser Krise, und wir haben eine fulminante Krise, da sind sie natürlich auf der anderen Seite notwendig und dadurch unterscheidet sich die Situation auch von einer normalen wirtschaftlichen Situation, die wir halt lange Zeit früher gehabt haben. Und da muss man, glaube ich, dem Richard Koo schon recht geben, dass der sagt, man muss unterscheiden zwischen einer Finanzkrise, wie sie üblicherweise bei Konjunkturkrisen und so weiter Begleiterscheinungen sind, und einer Balance Sheet Recession. Das stellt er ja ins Zentrum. Aber wie gesagt, die Frage lautet, wie kriegen wir die Angebotsorientierten, die Mikroökonomen und die andere Seite zusammen? Das scheint mir ein ganz, ganz dickes Brett zu sein und ganz, ganz schwierig. So, jetzt bekommt Berthold das letzte Wort. Ja, hallo, Stimmbürger von der Bananenrepublik. Eine zusammenfassende Frage an Jens Berger von der Nachdenkseite. Was sollte die Politik kurz-, mittel- oder langfristig tun, beziehungsweise die Piraten fordern? Die Piratenpartei fordert in ihrem jetzigen Wahlprogramm schon die Abschaffung von Hartz IV, hat einen Mindestlohn drin, den Schuldenschnitt drin, hat eine gute Positionierung zum ESM und ebenso die Demokratisierung der EU. Was fehlt noch? Das sind alles schon ganz gute Punkte. Vielleicht ergänzend dann halt noch eine Umstrukturierung der EZB, generell eine stärkere Kompetenzübertragung nationaler Politik auf die EU, was jetzt sehr unpopulär klingt und auch nur dann sinnvoll ist, wenn man die europäische Demokratie stärkt. Beispielsweise das Europaparlament vertritt ja nun in makroökonomischen Fragen ganz andere Positionen als die meines Erachtens demokratisch kaum legitimierte EU-Kommission. Und wenn man dort, wenn man halt das Europaparlament stärken würde und einer echten demokratischen EU größere Kompetenzen dort zuweisen würde, ich denke, das wäre eine ganz gute Forderung, die die Piraten aufstellen könnten, vor allen Dingen, um sich auch klar von Konkurrenzparteien vom rechten Rand wie der AfD noch stärker zu unterscheiden, als die Piratenpartei es ohnehin schon tut. Die Umstrukturierung beziehungsweise das Europäische Parlament zu demokratisieren und so weiter, das haben wir ja auch in dem Programm schon drin. Die Nachfrage wäre jetzt noch gewesen, zu Ihnen jetzt die Umstrukturierung der EZB, 2-3 Stichpunkte. Ja, also einmal die EZB von einer unabhängigen Notenbank zu einer demokratischen Notenbank zu machen, zu einer politischen Notenbank, der ein weitaus größeres Instrumentarium in die Hand gegeben wird, die also nicht nur sich um technische Dinge wie das Funktionieren des Zahlungsverkehrs und als einziges makroökonomisches Ziel um die Geldwertstabilität zu kümmern hat, sondern die auch konjunkturpolitisch aktiv werden kann, ist selbstverständlich demokratisch beauftragt. Ja, wenn ich was hinzufügen darf,
Also was ich sehr wichtig finde, sind europäische Mindestbesteuerung, also Kapitalertrag und so weiter und so weiter. Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit, weil wir hätten gar keine europäische Staatsschuldenkrise, wenn wir in den Ländern, die jetzt in der Bredouille sind, angemessene Steuersätze hätten. Und wenn die Steuersätze, die im Moment auf dem Papier stehen, wenn die auch tatsächlich eingefordert würden, ja. Dazu gehören so Sachen wie gemeinsame Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage, dass also die Gewinne der Unternehmen nicht hin und her geschoben werden können, ja, sondern dass sie sich an objektiven, die Besteuerung in den Ländern an objektiven Kriterien wie Beschäftigtenzahl oder Umsatz orientieren, also einmal die Steuersache. Und dann natürlich auch jenseits der EZB eine Regulierung der Finanzmärkte, die ganz besondere Entwicklungsdynamiken aufweisen. Da gehört sowas dazu wie Verbot von Kreditausfallversicherungen, ja. Dann das von Jens Berger ja schon in der Taffen-Variante erläuterte Trennbankensystem. Meiner Meinung nach auch eine Zerschlagung von Großbanken, ja. Too big to fail, das Problem gibt's einfach. Und eine Finanztransaktionssteuer, um sowas wie den Hochfrequenzhandel in die Schranken zu weisen, und gibt dann noch eine ganze Reihe andere Dinge. Also da, das heißt also, die Finanzmärkte da klar einzugrenzen, weil das ist eben nicht wie wenn Leute auf dem Schaukelstuhl sitzen und man tritt mal dagegen und dann pendelt er sich aus, sondern das ist wie Wildpferde, wenn die nicht gezähmt werden, dann gehen die mit einem durch, man fliegt runter. Du hast noch einen vergessen, das ist Martin Hellwig, des Bankers Neue Kleider. Und es ist ja doch erstaunlich, welche Furore das Buch macht. Das wird demnächst auch in Deutsch erscheinen, in wenigen Wochen. Und da lassen wir uns vielleicht beim nächsten Mal dann ausführlicher noch darüber reden. Ich habe da Matthias eine Rezension zugeschrieben. Und wenn du willst, schicke ich dir die zu, könnt ihr da irgendwo auf eurer Website tun. Das ist ja. Weil der Hellwig wird ein bisschen zu hochlob, finde ich. Wir beide, und das hast du ja auch gemeint, stimmen überein, dass 30% ungewichtetes Eigenkapital völlig richtig ist, ja. Dass auf der anderen Seite er das aber für die Königsformel hält, und das ist zu wenig. Und da ist er dann typisch effizienzmarktgläubig, letztlich doch, und glaubt an den Homo economicus, der sich da in Schranken hält. Ohne Zweifel, ich habe das nur deine Liste vervollständigen wollen, und sie ist sicherlich ein Element. Wir werden sowohl Helge Peukert als auch Jens Berger, diejenigen, die zur EUVICON kommen, am 17. und 18. August dort wieder finden. Dort wird das Panel dann noch erweitert um zwei weitere Vertreter, wo wir dann auch sagen, die werden dann vielleicht auch anderen wirtschaftspolitischen Richtungen oder geldpolitischen Richtungen näher stehen. Insofern wird es dort noch spannender, aber wir haben ja schon einige Unterschiede auch zwischen Helge und Jens hier festgestellt. Ich bedanke mich heute für das lange Gespräch, und an das Publikum. Wie immer gehen wir runter jetzt zur AG Geldordnung und können dort weiter diskutieren. Hat mir viel Spaß gemacht. Arne, wie fandst du es? Ich fand's super. Ja, ich bin wie immer begeistert von diesen Diskussionsrunden und möchte mich auch ganz besonders bei Herrn Peukert und Herrn Berger bedanken. Ja, war prima. Danke. Tschüss. Tito.